meine Fragen. Ärmel hoch und Hokus Pokus Fidibus. Wer zusammen anpackt, kann mehr tragen. Der Kiez hält zusammen, egal was auch passiert. So wird es noch in tausend Jahren sein. Der Kiez hält zusammen, hier wird nicht resignieren. So schnell kriegt man das Viertel hier nicht klein. Mädchenzeiten sind bescheiden, unser Eins hat viel zu leiden, denn die Pandemie geht jeden an. Doch wir werden nicht verzagen, Taten bringen mehr als Klagen, jeder packt mit an, so gut er kann. Hier plötzlich bei leeren Sprüchen, Kneipen werden Suppenküchen, trifft uns auch die Lumpen mit voller Kraft. Lasst euch bloß nicht unterkriegen, dieses Viertel zu besiegen, haben selbst die Nazis nicht geschafft. Der Kiez hält zusammen, egal was auch passiert, so wird es noch in tausend Jahren sein. Der Kiez hält zusammen und wir sind raffiniert, so schnell kriegt man das Viertel hier nicht klein. Junkies, alte, kranke Gammler, obdachlose Flaschensammler, sind echt über jede Hilfe froh. Minimier die gröbsten Schaden, kauf dein Zeug in Nachbarsland, statt nur billig online irgendwo. Wir verlieren bei allem Abstand, hier trotzdem niemals den Anstand. Jeder hilft dem Nachbarn in der Not. Wir waren immer solidarisch, gastfreundlich und proletarisch. Ganzer Pauli sitzt im selben Boot. Der Kiez hält zusammen, vergesst das niemals nicht. Und nicht vor eure wahren Freunde sehen. Der Kiez hält zusammen, der lässt ihn nicht im Stich. Mein lieber Freund, das wollen wir doch mal sehen. Der Kiez hält zusammen, vergesst das niemals nicht und nicht wo eure wahren Freunde sehen. Der Kiez hält zusammen, der lässt ihn nicht erstehen. Mein lieber Freund, das wollt ihr doch mal sehen. Mein lieber Freund, das wirst du noch mal sehen. Jawohl! Herzlich willkommen, liebe Fans, zu Folge 367 von Pension Schmidt. Schneemänner dürfen nicht weinen. Was bisher geschah? Cosima von Kattenstedt, die Besitzerin der Pension Schmidt, ist vor kurzem verreist. Die Pension wollte sie eigentlich in der Obhut ihres Ehemanns, des Polizisten Otto Kolbs und des Zimmermädchens Nadine zurücklassen. Aber da Nadines nun schon viele Folgen andauernde Lebenskrise unausweichlich auf einen tragischen Endpunkt hinzusteuern scheint und Hotte sich, wie in jedem Winter, nur für den traditionellen Schneemannbauwettbewerb interessiert, hat Cosima vorsorglich eine Managerin engagiert, die die Pension in ihrer Abwesenheit leiten soll. Davon hat sie ihrem Ehemann Hotte allerdings nichts gesagt. Guten Abend! Hallo! Hallo! Okay. Hallo! 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 Zwischen Puffs und rotem Licht liegt die Insel der Idylle, das Hotel, von dem man spricht. Groß ist das in Gründe heute oder beispielsweise sie. Wer nur einmal hier logiert, vergisst uns lebenslänglich nie. Pension Schmidt, herzlich willkommen in der Perle auf dem Kiez. Pension Schmidt, hier tut das Leben, Pension Schmidt, denn hier geschieht's. Kleines Bett und große Träume zwischen Pitsch und Pommes. Nur herein, hier sind sie richtig, Bühne frei für Pension Schmidt. Unser Service ist unglaublich, unser Ruf ist legendär. Perfektion ist unser Streben, dafür ist uns nichts zu schwer. Singt ein Herz und eine Seele, wir ziehen stets am selben Strick. Und sogar am selben Ende, mal nach vorn und mal zurück. Also steht herzlich willkommen. Hans und Schmidt, hier tut das Leben, Hans und Schmidt.
Und nun viel Vergnügen bei Folge 367 von Pension Schmidt. Schneemänner dürfen nicht weinen. Jetzt geh du mal ran, ich muss hier trainieren. Alles muss man hier selber machen. Pension Schmidt, ausnahmsweise Colts am Apparat. Was kann ich für Sie? Sie wollen was? Oh, das ist aber schwierig. Moment, ich schau mal eben. Verdammt, Nadine, die wollen am Schneemannbauwettbewerb teilnehmen. Was soll ich denn jetzt machen? Noch mehr Konkurrenz. Den Wettbewerb gewinnt doch sowieso immer Gerda. Ach, aber doch nicht dies Jahr. Die ist doch jetzt Präsidentin von St. Pauli. Hallo? Ja, Sie möchten irres Glück. Rein zufällig ist noch ein Startplatz frei. Wen darf ich notieren? Heiner und Heinz. Gut. Hören Sie mal. Sie wissen, dass das strengstens verboten ist, vorher an irgendwelchen Modellschneemännern zu trainieren. Ah, nee, ich wollte es ja bloß sagen. Gut, gut. Ja, ja. Verdammte Kiste, noch mehr Konkurrenz. Jetzt muss ich noch härter trainieren. Nadine, das nächste Mal gehst du aber ran. Warte, ich bin doch krankgeschrieben. Was? Also, was hast du denn? Depression im Endstadium. Hat dir deine Frau denn nichts gesagt? Meine Frau, Cosima, die redet überhaupt nicht mit mir. Die ist doch wieder sonst wo in Schweden auf Chorfreizeit, aber Liederträger. Nee, Mama Mia. Und ich muss jetzt ihre Arbeit machen, deine Arbeit machen. Hallo, dabei bin ich Polizist. Ha. Hauptberuflich, ja. Und mein oberster Chef, der nimmt mich sowieso schon so ran, wegen Bambule und Terror und so. Meinst du diesen Schild? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du weißt doch ganz genau, dass wir ihn nicht beim Namen nennen dürfen. Wer uns sonst doch verklagen könnte, deshalb nennen wir ihn doch auch. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Cosima hat eine Vertretung engagiert, die in ihrer Abwesenheit die Pension leiten soll. Die müsste eigentlich gleich hier sein. Und wieso weiß ich nichts davon? Oh Gott, ich schaffe das nicht mal mehr, so ein einfaches, billiges Handtuch zusammenzulegen. Ich muss mich dringend ins Bett legen. Frau. Also Cosi sagt zwar, es kommt nicht so auf die Größe an, aber so eine Mini-Größe macht schon. Bonjour, Monsieur. Oh, hallo. Ich bin Babette Pierson. Babette? Sie müssen wohl Horst Otte Colt sein. Oh, genau, der bin ich. Für Sie natürlich Hotte. Hm. Aber woher kennen Sie denn meinen Namen? Ich... Oh, sagen Sie nichts. Sie sind diejenige, welche? Ich bin diejenige, welche? Ja, ja, die meine Frau hier für die Pension engagiert hat. Die was? Mensch, das finde ich aber toll, dass Sie so toll schnell gekommen sind. Ich bin mit der Leitung der Pension ja heillos überfordert. Außerdem bin ich voll im Training. Ach so, Sie möchten also, dass ich hier bei Ihnen mal so richtig Hand anlege? Ja, legen Sie an, wo Sie wollen. Vielleicht dürfte ich erst einmal ablegen? Ja, auch das. Voilà. Voilà. Agnes! Schöner Schneemann, Herr Kotz. Oh, mein Dieu, diese Nase. Ich sag es doch immer, es kommt auf die Länge an, ne? Ja, nicht? Herr Kotz, waren Sie die Modell? Ich? Ja. Wirklich ein stattliches Stück, Otti. Ich darf doch Otti sagen? Ja, aber immer doch. Otti, mich dürstet. Hast du nicht ein Schlückchen Champagner? Wir könnten uns ein bisschen besser kennenlernen. Oder wie sagt man das hier? Bei einem Ehebruch? Vielleicht könnten wir beginnen mit einem Petit Rendezvous. Auch das? Wissen Sie, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass meine Frau Sie engagiert hat. Und nicht irgend so ein Drachen. Ja, ja. Oh, ja. Oh.
Bonjour, Madame. Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Pensionsschmied. Dem neuen City Wellness Event Hotel direkt im Herzen Hamburgs. Bitte? Guten Tag, mein Name ist Britta Brandeisen und ich bin Ihre neue Teamleiterin. Kurz. Angenehm. Aber Rotti, das bin ich doch, huh? Wir sollten das sofort schriftlich festlegen. Unbedingt. Hier ist der Vertrag, den ich mit Frau Cosima Kolz abgeschlossen habe. Ich bin Effektivitätsexpertin und ich werde diesen Laden von Grund auf updaten. Warten Sie mich ab. Das Logo hätten wir schon mal. Otti, was ist mit unserem Vertrag? Stimmt leider, meine Frau hat Frau Brandeisen engagiert. Unsere neue Corporate Design Color ist ein optimistisch leuchtendes Sonnengelb. Wie gefällt Ihnen das, Herr Kolz? Toll! Ja. Toll? Wie kannst du sein, ein so große Enttäuschung für mich? Was? Aber das ist doch nur wegen meiner Frau. Frau, ich hab gedacht, du bist ein richtiger Mann. Aber weißt du, was du bist? Nee. Du bist ein richtiger Waschlapp. Aua. So, das hat doch gleich einen ganz anderen Look, hä? Aha. Als was haben Sie hier nochmal gearbeitet? Ich bin der Bette Person. Ich hätte fast Ihren Job gehabt. Tja, c'est la vie. Aber jetzt beweisen Sie mir, dass Sie der Mensch sind, der wieder aufsteht, wenn er hinfällt. Oh yeah! Ich stelle doch gerade erst mein Team neu zusammen. Hm? Wie wär's mit deiner Stelle als Cleaning Managerin? Ja, das klingt ja super. Hm? Cleaning? Mama, Sie meinen ein Pütz? Genau, Pützfrau mit Eigenverantwortung. Und Aufstiegsmöglichkeiten. Das ist total nur ein Zimmi-Ding. Ach was, hier wird sowieso nie sauber gemacht. Ja, das sieht man, Herr Kolz. Hier kommt ab jetzt unsere Wellness-Lounge hin. Natürlich non-smoking. So, und zum Entspannen hier der Glücksbambus. Ja, und die ziehen ein bisschen zu. Naja, die hätten sowieso abgemusst. Sauber, Bett. Was ist jetzt mit Ihnen? Merci, können wir mal die Bücke runterrutschen. Und Sie, Herr Kolz? Oh, Mann, oder soll ich jetzt Ihre Frau anrufen? Was? Nicht nötig, was gibt's denn? Mama? Ja, ich bin es. Ja, ich bin es in der Pension Schmidt. Ah, oh, Mama, schreit doch nicht so. Ja, aber es ist fürchterbar. Es geht über meine Nerven. Es ist alles so dreckig. Und sie wollen mich machen zu ein Pütz. Ja, du hattest ja recht, dieser Arzt Otto Kolz, ihm gehört jetzt sozusagen die Pension. Aber bitte, Maman, ich kann das nicht. Er ist so eckig. Er puppelt! Oh. Aber dreck dich doch nicht so auf, Maman. Aber sicher liebe ich dich. Mon Dieu, ich werde alles für dich tun, aber das... Na gut, ich werde mich zusammenreißen und nehme diesen Scheißjob an. Ich melde mich wieder, à bientôt, Maman. Finden Sie nicht auch, Herr Kolz? Das hat doch gleich einen ganz anderen emotionalen Flow. Flow, wie geht's? Frau Brandeisen? Ja, Babette? Ich habe es mir noch einmal übergelegt. Mon Dieu, das bisschen Pützen. Ich nehme Ihren Job an. Wunderbar. Herzlich willkommen in unserem Team. Ooh, yeah! Sie sind auch gleich unsere erste Mitarbeiterin des Tages! Bravo! Doch, Otti, das habe ich doch nur für uns getan, oder? Jetzt können wir immer miteinander arbeiten. Keine privaten Verhältnisse am Arbeitsplatz! Ach, wissen Sie, Frau Brandeisen, ich arbeite eigentlich gar nicht hier. Ach, Herr Kolz, wie konnte ich Sie vergessen? Sie sind natürlich mein neuer Security Manager. Yeah, herzlich willkommen in unserem Team. Otti, du siehst total super aus. Komm, grad zu Lazio. Herr Kolz? Muss ich Sie erst daran erinnern, dass Sie ein verheirateter Mann sind? Nein. Das Wort Nein gibt es bei uns im Team nicht? Nein? Nein? Ja. Oh, Katja Epstein. Unsere Zielgruppe sind doch nicht irgendwelche Rentnerbusse aus Neumünster. Wir sollten unser Petit Rendezvous unbedingt vertiefen. Unbedingt. Jennifer Lopez, das hat doch gleich einen viel jüngeren Approach. Frau Babette, ich bin ein verheirateter Mann. Rotti, sei doch nicht prüde, ja? Prüde, aber bitte. Keine Verhältnisse am Arbeitsplatz. Babette, räumen Sie bitte die Wellness Lounge auf. Wo
Moin, moin. Herzlich willkommen in der Pension Schmidt, dem neuen City Wellness Event Hotel direkt im Herzen Hamburgs. Mein Name ist Britta Brandeisen. Was kann ich für Sie tun? Jo, ich bin die Biene, ne? Und ich hätte wohl gern Einzelzimmer. Aber selbstverständlich, Biene. Super. Das macht 128 Euro die Nacht. Und nicht offen. Wow. Wieso aber das? Oh, genau, ja, 128 Euro. Und bei unserem Service ist das absolutes Preisdumping. Sicher. Moment, ich muss mal eben ganz cool. Nee, das tut mir leid. So viel Geld tue ich gar nicht dabei haben. Ich habe ja auch noch gar keinen Job, wissen Sie? Ja, dann werde ich wohl nur wieder. Sie haben keinen Job? Nee. Sie sind eine hochmotivierte, eigenverantwortlich arbeitende Ich-AG? Nee, ich bin aus Heide. Wunderbar. Ja. Ich stelle doch gerade mein Team neu zusammen und die Stelle als Communication Managerin ist noch frei. Oh, was muss ich denn da machen, Tom? Stellen Sie sich mal hinter den Tresen. Oh, mit Tresen? Da tue ich mich auskennen. Wissen Sie, in Heide, da habe ich nämlich Fleischereifachverkäufer eben gelernt. Und ich sage Ihnen was. Sie werden keinen finden, der die Blutwurst dünner schneiden tut, als ich das tue. Ehrlich wahr? Lecker, lecker. Ja. Aber Sie sollen hier Zimmer vermieten, keine Blutwurst. Ja, sicher. Sie wollen ein Einzelzimmer? Darf schon ein bisschen mehr sein? Ein Doppelzimmer vielleicht? Ja, am Stück oder geschnitten? Oh yeah! Die Selling Energy stimmt schon mal. Ich hab den Job. Super. Aber Frau Brandeisen, als Kommunikationsdirektrice würde ich mich doch viel besser eignen. Als das kleine Mademoiselle da. Babette, Sie sind zwar Mitarbeiterin des Tages, aber Mobbing passt nun wirklich nicht in unseren Team-Spirit. Ja, und ich tue man ja auch gar nicht verstehen. Kerstin, bitte, bitte, bitte. Bitte, meine Damen. Regel Nummer 1, immer lächelnd. Regel Nummer 2, das Wort Nein gibt es bei uns nicht. Regel Nummer 3, geht nicht, will nicht, kann nicht, sind Killerphrasen und untergraben den Erfolg unseres Teams. Regel Nummer 4, wer erfolgreich sein will, muss den Erfolg auf 24 Stunden am Tag ausstrahlen. Das kann ich. So, perfekt. So, jetzt üben wir den Gästealarm. Ich bin der Gast und Sie begrüßen mich. Moin, moin, ich bin die Biene. Komm rein, kannst du rausgucken. Willst du ein Leberwurstbrot? So, Biene. Jo. So werden Sie nie Mitarbeiterin des Tages. Und gewöhnen Sie sich Ihre grobschlachterige Motorik ab. Ach, bonjour, Madame. Mein Name ist Babette und ich begrüße Sie ganz herzlich in der Pension Schmidt. Ich würde Ihnen jeden Wunsch von Ihrer kleinen, wohlstigen Lippe ablassen. Regel Nummer 5, keine privaten Verhältnisse am Arbeitsplatz. So, ich mache Ihnen das jetzt mal vor. Wenn ein Gast kommt, stellen Sie sich hier auf und sagen, herzlich willkommen in der Pension Schmidt, dem neuen City Wellness Event Hotel, direkt im Herzen Hamburgs. Mein Name ist... Was kann ich für Sie tun? Gästealarm! Willkommen in der Pension Schmidt, dem neuen City Wellness Event Hotel direkt im Herzen von Hamburg. Mein Name ist... Was kann ich für Sie tun? Sie sagen natürlich nicht, mein Name ist... sondern mein Name ist Britta Brandeisen. Oder ich mir einen eigenen Namen. So. Ach so. Tag, mein Name ist auf jeden Fall Johnny Solo und ich komme vom Künstlersozialdienst wegen der Stelle als Hotelmusiker mit Übernachtungsmöglichkeiten. Wunderbar, ja, Sie sind mein neuer Entertainment Manager. Herzlich willkommen in unserem Team. Yeah. Obwohl, also wenn ich Sie so angucke, dann sollten wir vielleicht doch besser noch eine kleine Audition abhalten. Spielen Sie die Hits aus den 80ern, den 90ern und das Beste von heute? Ich spiele nur meine eigenen Sachen. Oh, so exklusiver. Freie Liebe im Schlaf, sagt der Mann. Freie Liebe im Schlaf, sagt die ganze Nacht. Freie Liebe im Schlaf, sagt, es war mein erstes Mal. Was die anderen dachten, war scheißegal. Scheißegal. Wenn Sie
Geschmacksverkalkung oder so. Also bei uns in Frankreich würde das da guillotiniert. Was? Was? Ah, notgeschlachtet. Ja. Na ja, also besser als alles, was wir am Freitag bei der Grand Prix-Ausscheidung gehört haben. Jo, Entertainment-Manager bitten, nur bei ganz besonderen Anlässen zu spielen. Ja. Anita stand auf Blasen. Und dann noch so instrumental! So, Herr Solon, jetzt Platz ist eben nicht Lohnsektor. Sie verdienen 1 Euro die Stunde. Gestern Abend. So, das hier ist ab. Was hat er gesagt? Na, das ist wohl sein Name. Toshiro Song. Britta Brandeisen. Sa. Sa. Kunoto Ratas. Was meint er nur? Pacopi. Kunoto Ratas. Brathaus! Ja, ich glaube, er sucht die Küche. Ah, Entschuldigung, Sie sind natürlich mein neuer Food Manager. Oh ja, yeah, herzlich willkommen in unserem Team. Ich liebe Sushi. Sushi? Ah! Sushi macht man im Brathaus. Arigato. Herr Song, was für eine Motivation! Sie bekommen einen PowerPoint und wenn Sie so weitermachen, dann sind Sie schwuppdiwupp Mitarbeiter des Tages. Schwuppdiwupp? Ist der niedlich! Das ist ein schöner Moment, um unseren Team-Spirit zu verbessern. Stellen Sie sich mal im Halbkreis auf, ja? Und Sie passen jetzt gut auf, dann können Sie später einsteigen. So. Wer steht im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns? Die Pension Schmidt! Oh yeah! Oh yeah! So, hi! Oh yeah! Rock and roll. Sehr schön, aber das geht noch besser. Wo ist das Personal? Steht's gut gelaunt in der Pension Schmidt! Oh yeah! So, und jetzt steigen Sie alle ein. Ja, das hebt unseren Team Spirit. Wo gibt es den besten Service in ganz Hamburg? In der Pension Schmidt! Das meine ich doch. Ach so. Da bist du doch gewohnt zu greifen in blutige Töpfe mit Leber, Niere, Därme. Ja, und wir könnten machen eine petite Tasche, hein? Was? Du greifst kräftig in die Kacke und ich kümmere mich um Kastalarm. Nee, komm, komm nicht in die Tüte. Oh, ich will doch auch mal Mitarbeiterin des Tages werden. Du, geh du mal an die Pisspelle und ich mach das mit der Communication. Aber ich kann das nicht. Oh, kann ich, ist eine Killerfrage. Wie bitte? Regel Nummer 3. Ja. Mann, ja. Oh, oh,
Betty. Ich lasse mir den Kaffee in die Latrine, Sabine. Jo. Kleiner Tipp. Wenn du in die Scheiße greifen tust, ne? Dann denk immer an Regel Nummer 1. Immer lächeln. Ich werde nicht lächeln. Niemals. Nein! Ne. Oh, nein, tun wir nicht kennen. Was willst du? Regel Nummer 2. Qu'est-ce que vous voulez faire votre gueule, vous m'énerve? Was sagt sie? Merde! Keine Ahnung, ich spreche kein Polnisch. Du, ich will mich ehrlich fragen, wie die Mitarbeiterin des Tages geworden ist. Ich hab's dann doch noch geschafft. Moin. Nadine! Ich dachte, du bist krankgeschrieben. Frau Brandeisen hat die Sozialsysteme innerbetrieblich neu strukturiert. Was heißt das denn? Krankheit ist abgeschafft. Ach. Dafür bin ich jetzt Health Managerin. Okay, doch super. Na, ich weiß nicht. Ich soll mich in die Wellness Lounge setzen und fremden Leuten ihre Schweißfüße massieren. Ich halte es nicht aus. Ist das jetzt auch so eine Killerphrase? Ich glaube schon. Der Killer kann ruhig kommen, dann bleiben mir die Füße erspart. Du, wenn du nur ganz fest an dich glauben tust, ne, dann kannst du vielleicht übermorgen schon Mitarbeiterin des Tages werden. Ne? Wieso erst übermorgen? Ja, morgen werde ich schon. Ah, ist Fußpilz eigentlich ansteckend? Denk immer an Regel Nummer 4. Wer Moment erfolgreich mal. Wer bist denn du eigentlich? Oh. Moin, ich bin die Biene. Ich komme aus Heide. Ich bin gerade erst in Hamburg angekommen. Ja, ich will hier auf die Abendschule gehen. Und dann will ich Psychologie studieren. Und später am liebsten in einer sozialen Einrichtung arbeiten. Aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Genau. Den Text kenne ich doch von irgendwoher. Ja, warte mal. Ja, jetzt weiß ich's, genau. Den habe ich selbst gesagt, als ich hier hereinkam. Vor nahe 280 Folgen so. Echt? Ja. Also ich kam aus Gütersloh, aber sonst war es genau das Gleiche. Ich kann dich nur warnen. Wovor? Du siehst ja genauso aus wie ich damals. Ja? Ja, jung, schlank, schön, lebensfroh. Und jetzt? Guck mich an. Willst du das? Geh zurück nach Heide. Aber wieso? Was ist dir denn hier passiert? Na, da passt man gut auf. Nee, 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 Ari. Boah, dann hältst du die Waschmaschine mal fest. Hey. Hallo. Ich bin Nadine. Ich komme aus Gütersloh und bin eben erst in Hamburg angekommen. Ich will hier auf die Abendschule und dann will ich Psychologie studieren und später am liebsten in einer sozialen Einrichtung arbeiten. Aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Guten Tag, ich bin Siegfried Uetzkühl. Aber Sie können auch sehr gerne Sigi zu mir sagen. Ja. Sigi. Ich bin mir sicher, Nadine, so bezaubernd wie Sie aussehen, Sie werden das alles schaffen. Aber jetzt suchen Sie doch sicher erst einmal ein Zimmer. Sigi. Oh. Du, so einen langen Text wie meine ersten Auftrittssätze habe ich später übrigens nie wieder gehabt. Ja, und wie ging das heute mit Sigi? Ja, erst war es der übliche Schleimkram. Nadine. Ja, Sigi. Hier, für dich. Magst du die Blumen? Ja, Sigi. Merkst du was? Mein Text hat sich ziemlich reduziert. Nadine, dein Haar, so blond und wunderbar. Im Traum sehe ich es wehen im Sommerwind. Oh, ist der romantisch. Ach was, das ist nur der Anfang von seinem Sololied damals. Oh, ehrlich? Das würde ich aber gerne mal hören tun. Nadine! Nur über meine Leiche! Nach dem Lied ist er dann auf die Knie gesunken. Nadine. Ja, Sigi? Willst du meine Frau werden? Die Antwort kannst du dir ja wohl denken. Ja, Sigi. Na, wenigstens musste ich keinen Text mehr lernen. Und ist eure Ehe glücklich geworden? Glücklich? Wir haben nicht mal geheiratet. Warum das denn nicht? Folge 132, Polterabend mit Hindernissen. Ich komme am Vorabend der Hochzeit in die Pension. Du lebst,
Willst du mit mir schlafen? Nadine, es ist nicht so, wie du denkst. Ja, Sigi. Ach, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist Heidi aus Plön. Ich hab nur meine Kontaktlinsen verloren. Ja, und ich hab ihr dabei geholfen. Ja? Sigi? Ja, sie spricht nicht immer korrekt. Du Arme, das war bestimmt schrecklich für dich. Auf das Schrecklichste kommt das noch. Folge 133, Entscheidung des Herzens. Nadine, ich muss mit dir reden. Ja. Sigi. Ich weiß, das mit Heidi, das war schändlich von dir. Ja, Sigi. Aber jetzt weiß ich. Du bist die Frau meines Lebens. Bitte, gib unserer Liebe noch eine Chance. Bitte, komm zurück zu mir. Und jetzt kommt's. Anstatt ihm ins Gesicht zu springen und zu brüllen, oh, Sigi, leck mich doch und werd glücklich mit deiner Heidi aus Plön! Weißt du, was ich sagen musste? Oh, nee. Ja. Sigi. Kaninchenstarre. Ja, Sigi. Immer wieder nur Kaninchenstarre. Das ist alles, was ich hier jeden Abend spielen durfte. Oh. Ist doch wahr. Entschuldigung. Also wurde unsere Hochzeit wieder geplant und am Hochzeitstag, wir wollten gerade los im Standesamt, da ging die Tür auf und... Siegfriedchen! Fatima! Sigi! Nadine! Ja? Das ist Fatima, meine Frau. Sigi! Sag jetzt nichts. Wir sind seit 20 Jahren miteinander verheiratet. Und ich gehe jetzt mit ihr zusammen zurück nach Zypern. Tschüss. Hü. So ein tanzendes Stück Stoff und weg war. Und ihr wisst ja, was bei Pansy und Schmidt normalerweise in so einem tragischen Moment passiert. Eine traurige Musik erklingt, jemand bringt einem ein Mikro und man singt eine herzbewegende Ballade. Oder so eine I Will Survive-Nummer darüber, dass das Leben trotzdem weitergeht. Auf jeden Fall singt man doch dann, oder? Hast du schon mal bei Pansy und Schmidt? Achso, du guckst irritiert. Aber dann kennst du das ja, ne? Das ist immer so, meine Kollegen, wenn die jetzt so was Dramatisches erleben würden, ne? Dann würden die jetzt ein Sololied singen, ja. Nur ich singe hier irgendwie nie. Warte mal, halt, stopp. Ganz kurz mal. Wisst ihr eigentlich, dass ich 280 Folgen kein einziges Sololied hatte? Jo, müssen wir da jetzt drüber sprechen? Ja, da muss ich sofort drüber sprechen. Wenn's hochkam, dann hatte ich mal so ein popeliges Duett. Ja, und ich habe mich wohl darum gekümmert in den Proben. Ich habe immer wieder gesagt, das ist doch ein schöner Moment. Da könnte ich doch mal ein kleines Lied singen als Nadine. Das muss ja nicht lang sein, ne? Ja, und da saß unser Hilfsregisseur, der immer dick und breit in seinem Sessel, grinst mich verlogen an und sagt nur... Frau Schäfer, ja... Eigentlich schon. Aber irgendwie passt das an dieser Stelle gerade nicht. Was meinst du? Daneben sitzt unser eigener Komponistenfuzzi. Nee, du, finde ich auch. Also ich finde, das ist echt ein Moment, da sollte besser Johnny ein Lied singen. Sag jetzt nicht Johnny, genau so war's. Ich? Kaninchenstarre. Nächste Folge wieder. Ja, Frau Schäfer, ja, das fände ich echt super, wenn Sie auch mal singen würden, ja. Aber, oh nee, also an dieser Stelle passt das, glaube ich, wirklich nicht. Was meinst du? Nee, du, ich hätte auch viel mehr Lust, eine richtig fetzige Rocknummer für Johnny zu schreiben. So.
super Idee. Frau Schäfer, das tut mir wirklich total leid. Aber diese Folge muss echt mal Johnny singen. Zack, hattest du wieder einen Hit und ich habe irgendwo im Hintergrund im Chor so ein Schubidoo abgemacht. Hast du dir ein Lied in deinen Vertrag schreiben lassen? Vertrag? Nee. Frau Brandeis hat mir ja gar nichts Schriftiges gegeben hier für den Job. Pension schicken. Oh nein, jetzt sind auch mit diesem Scheißlied. Ich kann das nicht mehr hören. Ich krieg davon Ohrenkrebs. Und wisst ihr, was diese Folge passieren soll? Nee, wir können ja nicht in die Zukunft blicken tun, ne? Ich schon. Ich habe nämlich das Textbuch gelesen, ja. Und wisst ihr, wer zurückkommt? Überraschend. Aus Zypern. Und alles bereut, was er mir je angetan hat. Ja, Siki, danke wenigstens einer, der mir zugehört hat. Primierende Quote heute Abend, aber egal. Ja, Siki. Und das soll ich auch sagen, wenn er mich fragt, ob ich ihm verzeihe. Das ist doch scheiße. Was ist denn? Vielleicht kannst du ein bisschen mit dem Text weitermachen. Jo, echt? Wahrscheinlich alle bezahlt. Zum größten Teil. Unangenehm, das passiert mir sonst wirklich nie. Nein. Sabine, du darfst hier nicht bleiben. Du musst sofort weg, bevor auch dich die Kaninchenstarre überfällt. Wir könnten Freundinnen sein, du und ich, aber du musst zurück nach Heide. Das würde mir sonst das Herz brechen. Freundinnen? Oh, Nadine, du bist so nett zu mir. Aber du weißt ja gar nicht, wie furchtbar das bei mir zu Hause in der Schlachterer Robbe in Heide gewesen war. Schlimmer als bei Pansy und Schmidt kann es doch gar nicht sein. Ach, meinst du? Dann schau dir das mal an, hier. In einer kleinen Schlachterei. Zusammen das Geschäft weiterführen tun. Dann tut ihr alles in der Familie bleiben tun! Tu sie doch mal rufen tun! Bitte! Tu doch mal kommen tun! Bitte! Jo, Mama! Schreib mich doch nicht an! Ich will das Christian natürlich mal sagen wollen tun. Komm her! Jo? Ja! Jetzt Christian! Jo! Das Hack wird schlecht! Vater! Von dem Geschrei von der Mutter ist mir schon mal schlecht. Alles klar, Frau Robby? Ja, war wieder so gemein zu mir. Oh Gott, ich sehe heute. Turbine? Jo, ich bin's, Christian. Was ich dir ja
trotz allem schon lange mal Sorgen tun wollte. Ja, jetzt Christian. Ich tu das ja so mögen tun, wie dünn du die Blutwurst schneiden tust. Ja, jetzt Christian. Ja. Das kommt gar nicht so gut wie ich, ne? Ja. Nehmen wir mal komm. Ja, ne? Lass euch von mir nicht die Stimmung verbiegen. Naja, und deshalb wollte ich dich fragen tun. Ja. Ob wir zwei beide nicht mal was miteinander machen tun könnten. Du willst mit mir ausgehen tun? Jo. Oder ich habe mir gedacht, an Samstag. Da läuft doch Jörg Pilawa. Ja. Im Fernsehen. Ja. Oh, wir zwei beide uns das nicht zusammen angucken tun wollen. Wollt ihr? Jo. Oh, wie süß. Ja, aber gar nicht romantisch mit so einer heulenden Mutter da. Oh, der Hans Christian ist nur ein bisschen schüchtern. Schüchtern? Oh, da guckt ihr mal die nächste Folge an, ne? Leidenschaft und Leberwurst. Ohne Mann. Alles schön, okay. Wenn ich mal einen Tisch ergeben tue. Oh, der geht ja ganz schön ran. Ist das nicht furchtbar? Wieso? Das ist ein bodenständiger Typ. Der hat nur ein bisschen Probleme mit der Nasenscheidewand. Ja. Ich verstehe nicht, wieso du in der Serie nicht mehr mitspielen willst. Ich würde total gerne mal bei euch mitmachen. Vielleicht so eine Episodenhauptrolle oder so? Ja, dann tu doch mal mitkommen, ne? Echt? Jo. Ganz ohne Casting. Moin, Frau Schäfer, wie immer? Ja, ein von, Jo, moin. Ein von halb und halb, bitte. Lobby, klar tun! Mit der Frau Koch! Jo, wie immer, zwei Kollegen, bist du mal Blutwurst? Oh ja, ich weiß. Die tun, kommen nicht so dünn schnell tun wie ich, ne? Ja, sie von mir mal. Bei einer Schlachterei Rabe werden die Statisten nachträglich computeranimiert. Beeindrucken. Wiedersehen! Tschüss, Frau Koch! Ja, das Kleid steht ja auch nicht. Der Arsch ist ein bisschen dick geworden. Du guckst doch eher fremden Frauen auf den Arsch! Hast du wieder deine Wechseljahrendepression? Jens Christian! Jo! Komm nimm mal, komm zu und hörst du der Biene was sagen? Ich glaub, ich. Du Spitzchen, mein Hörchen! Jetzt? Jo! Endspurt! Na, Frau Schäfer. Du Biene. Jo! Jens Christian. Jetzt, wo wir zwei ja praktisch miteinander gehen tun. Ja. Da wollte ich dich fragen tun. Ich meine, deine Eltern, die tun das ja auch wollen. Ob du mich nicht heiraten willst? Ja, du doch mal was sagen tun, Biene! Du kommst schon, Biene! Jo! Ich hab's gehört, sie hat Jo gesagt! Was war das? Und da bin ich ganz schnell abgehauen. Oh, Sabine! Er wird dir verzeihen, du musst sofort zurück. Nee, aber nicht ihn, aber wenn ich ihn noch gar nicht lieben tue. Ach, die Liebe. Aber das ist so das Allerwichtigste im Leben. Weißt du? Ich hab immer gedacht, dass ich mal einen Menschen treffen tue. Und obwohl wir uns gar nicht kennen, ne, da können wir gleich so über alles reden. Jemand, der mir so zuhören tut. Und jemand, wo mein Herz pocht. Hallo? Wenn er mich berührt. Ja.
und jemand, dessen Augen so strahlen, dass mir ganz anders wird. Und den ich immer nur streicheln und küssen tun will. Ja. Jemand, mit dem man sich auch ohne Worte versteht. Genau. Sabine. Nadine. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du diesen Menschen findest. Du, ich. Aber für mich ist das vorbei. Und wenn hier ein Siegfried Özgül auftaucht, dann sag ihm bitte, ich bin für ihn unter keinen Umständen zu sprechen. Versprich mir, unter keinen Umständen. Du, Nadine. Ach, ohne ein Mikrofon und ein Sololied trete ich hier überhaupt nicht mehr auf. Oh Gott. Ich habe mich in die Frau verliebt. Ich sagte... Oh Gott. Ich habe mich in die Frau verliebt. Wo ist denn jetzt der Typ mit dem Mikro? Und die Musik? Hannes, ich dachte, ich kann jetzt hier mal ein Lied singen. Nee, also wirklich, das passt an der Stelle gerade überhaupt nicht. Oh nee, oh, ich hätte es mir doch in den Vertrag reinschreiben lassen sollen. Ehrlich, ich kacke alles hier. Menno! Ach ja, das ist alles eine Nasenfrage, das sag ich dir. Mit so einer Boxernase, da gewinnen wir keinen Blumentopf. Wir brauchen was Imposantes. Ja, das geht schon mal in die richtige Richtung. Hüppala! Oh, hallo, Babette! Ach, ich habe so gehofft, dich noch einmal zu sehen. Ich war nur kurz auf meinem Nebenjob auf der Davidwache. Du bist nicht für mich geflohen? Ich fliehen? Vor einer Frau wie dir? Warum sollte ich? Ja, Otti, du bist schließlich ein verheirateter Mann. Ja, das stimmt leider. Ich bin verheiratet. Ich liebe Gürke! Ach, Otti, ich muss dir etwas gestehen. Ich bin nur wegen dir. Was, wegen mir? Na ja, ich hab dich gesehen, du bist gekommen. Ich bin gekommen? Na ja, in mein Traum. Wir waren auf die hügeligen Berge in Frankreich. Ach, und es war alles ein totaler Idyll und überall Schnee. Und wir sind Ski gefahren, Otti. Ich kann Ski fahren? Ja. Aber da war so ein fürchterbarer Donner. Und wir halten an. Da wieder dieser schreckliche Donner. Was? Und ich halte mich fest an deine starke Brust. Ja. Und du sagst zu mir? Ja. Du brauchst keine Angst zu haben, Baby. Oh, so was Tolles, sag ich. Aber da, diese fürchterbare Lawine, was? Reißt mich von dir weg. Nein. Und begräbt mich unter die ganze Schneemasse. Oh, ich krieg kein Licht. Oh, Licht. Aber da kommst du mit der Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Du greifst mich aus die ganze Schneemasse, nimmst mich auf deinen starken Arm und trägst mich auf mein Almhütt. Hoch auf dein Almhütt. Und dann legst du mich auf die Bergenfell vor die Kamin. Ja. Und du zündest ein eises Feuer an und siehst mir mein Klamettchen aus. Ja. Oh, mein Klamettchen sind so pitschi-patschi nass. Was soll das heißen? Du bist jetzt klitschi-klatschi-nackt. Oh, und so wie mich hat Gott geschaffen, oh? Ich sieh dir so an! Es ist so kalt, mon Dieu! Aber da fängst du an, mich ganz langsam zu rübeln. Ja, ja, ja! Oh, du rübelst mich überall! Ja, 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 ja. Oh, ist das schön! Mach weiter! Oh, Otti! Oh, du rübelst mich! Bis es so schön prickelt in mein Bauchnabel! Oh,
sagst du dir, Arti, du hast mein Leben gerettet, ich würde dir, jeden Wunsch erfüllen. Ne? Jeden? Jeden. Ich muss Ihnen ein kurzes Briefing über unsere neuen Hygienestandards geben. Hey, Briefing über Hygienestandards. Arti, ja? Wenn du genug davon hast, auf deine Frau zu warten, ne? Oh, du weißt ja, wo du mich finden kannst. Auf deiner Alm, Üt. Da! Wer bist du denn? Irgend so ein Moslem? Terrorist. Al-Qaida? Harburger Student? Osram Bin Laden? Siegfried Uetzkühl. Sag mal, Hotte, was sind denn das neuerdings für Vorurteile? Ach, das ist bloß der Spezialtraining von meinem obersten Chef. Ja, der dessen Name nicht genannt werden darf. Genau. Siegfried Uetzkühl! Ach, alter Schwede! Türke. Was freu ich mich, dich zu sehen. Und ich nicht ebenso. Willst du ein Bier? Ja, gern. Mann, Siggi. Ach, den Wettbewerb, den hab ich ja ganz vergessen. Tja. Der diesjährige Sieger heißt ja wohl Horst Hotte-Kolz. Ja, der ist wirklich gut. Oh, oh. Ja. Aber sag mal, Hotte, ist es dieses Jahr nicht mehr verboten, an Modellschneemännern zu trainieren? Ah, du hast eine Ausnahmegenehmigung. Auf dein Bierchen. Ja, okay. Und bei euch? Alles beim Alten? Jo. Hedwig Petersen immer noch hinter der Pension hinterher? Hedwig Petersen, dieser alte Drache, du, von der habe ich Gott sei Dank lang nichts mehr gehört. Gut. Was treibt dich eigentlich hier nach so irre langer Zeit? Plötzlich stehst du hier, was ist los? Ja, sei nicht ganz einfach. Mein Vater will sich zur Ruhe setzen. Und er hat mir seinen Gemüseladen angeboten. Und ich habe ja gesagt. Was heißt, du bleibst jetzt hier? Was heißt das? Mann, Alter, super! Ja. Und deine Frau Fatima, kommt die auch? Ja, das glaube ich nicht. Sie weiß gar nicht, dass ich hier bin. Ich habe sie verlassen. Unsere Ehe war ein einziger Horror. Du hast deine Frau verlassen? Einfach so? Einfach so. Dante, darf man das? Dante, ist das ein Ehering? Sag mir, dass es nicht wahr ist. Doch, leider. Gegen wen? Cousine. Hat sie dich endlich rumgekriegt? Hat sie. Du, aber jetzt ist sie schon seit einer Ewigkeit weg, du. Und ich habe solche Eier. Du ärmster Hormonstau. Ja! Ich muss dringend mal wieder um die Häuser ziehen. Oder so ein bisschen Skifahren. Skifahren? Ja, ja. So nennt man das neuerdings in Frankreich. Sigi! Los, komm, lass gleich mal auf die Piste. Ah, nee, Hotte. Du weißt doch, ich bezahle nicht so gerne dafür. Ich gebe aus. Nee, ich habe dabei immer so ein komisches Gefühl. Und außerdem... Mein Herz ist nicht frei. Ja, aber du hast doch Fatima einfach so verlassen. Ach, wer redet denn von Fatima?
Ist sie da? Wer? Du meinst mir etwa Nadine? Wie geht es ihr? Die ist krankgeschrieben. Was hat sie denn? Oh Gott, die üblichen Frauenkrankheiten, ständig deprimiert. Die brauchen mal wieder einen Typen wie dich, der mit ihr ein bisschen schief hält. Herr Kolz, tragen Sie bei der Arbeit Ihre Teamkleidung. Diese Polizeiuniformen sind derart hässlich. Ja, das sagt der, dessen Name nicht genannt werden darf, auch immer. Wer ist denn die Steppdecke da? Die da wurde von Cosima für die Pension engagiert. Ganz übler Drache. Nicht so schief. Oh nein. Oh Gott, Entschuldigung. Herzlich willkommen in der Pension Schmidt, dem neuen City Wellness Event Hotel direkt im Herzen Hamburgs. Mein Name ist Britta Brandeisen. Was kann ich für Sie tun? Ja. Guten Tag, ich bin Siegfried Itzke. Ich habe hier um die Ecke den Gemüseladen. Wunderbar, dann können Sie uns ja beliefern. Oh, Sie haben auch gleich ein paar Proben mitgebracht. Ja. Herr Song, ich habe da etwas, woraus Sie Ihre Miso-Suppe zaubern können. Guten Tag, Miso-Suppe. Das sind doch meine Nasen. Ja, natürlich, ich beliefere Sie natürlich sehr gerne, aber... Jetzt möchte ich erst einmal Frau Nadine Schäfer besuchen. Oh, Siegi, dass du es wagst. Geh zurück nach Zypern und leck mich, ich will hier... Nadine Schäfer? Ja? Das tut mir leid. Die arbeitet gar nicht mehr hier. Ach, das junge Ding hat ja noch nicht mal Regel Nummer 1 geschafft. Zweimal habe ich sie abgemahnt, dann lief sie immer noch mit so einem Gesicht rum. Da musste ich sie leider entlassen. Entlassen? Ja. Hire and fire. Ja, dann gehe ich jetzt mal hoch auf ihr Zimmer und besuche sie da. Aber da ist sie nicht mehr. Kaum habe ich ihr gekündigt, holt sie ihre Sachen und verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Ja. Soll das heißen, Sie wissen nicht, wohin sie wollte? Herr Özkül, das ist mein erster Tag. So gut habe ich Sie nun auch wieder nicht gekannt. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ganz einfach, ruf sie doch mal auf ihrem Handy an. Ja! Nadine hat doch gar kein Handy. Die hatte solche Angst vor Ohrenkrebs. So ein Quatsch. Ich habe doch ihre Nummer hier eingespeichert bei mir in meinem Diensthandy. Danke. Bitte. Hier drüber ist ein ganz großes Funkloch. Nadine, hier ist... Du hast meine Stimme erkannt. Ja. Das ist eine ziemliche Überraschung, ne? Nein, das ist nicht teuer. Ich bin nicht mehr auf Zypern. Ich bin in Hamburg. Nadine, ich würde dich wahnsinnig gerne wiedersehen. Du mich auch. Das ist mehr, als ich zu hoffen gewagt habe. Um 10. In der Pension. Gut, bis dann. Tschüss. Ich freue mich. Sie will mich sehen. Wie schön für dich, Sigi. Ich habe gesagt, sie will mich sehen. Ja, soll sie doch dabei. Du kannst auch immer nur ans Pferd denken. Ja. Ja, Frau Brandeis, der Sigi und die Nadine, die waren ja mein Liebespaar. Wem sagen Sie das? Schau Ihnen, Frau Brandeis, ich muss hier Blumen kaufen. Gelbe Rosen, das sind Ihre Lieblingsblumen, so ungefähr die Farbe Ihres Halstuches. Sigi, warte, ich komme mit. Jetzt, wo dieser Japaner meine Nasen verwurstet hat, kriege ich bei dir im Laden noch Prozente, oder? Ist das nicht Beamtenbestechung? Ja. Gut, alles klar. Jetzt wird alles gut. Sabine! Jo, Frau Brandeisen! Oh, yeah! Als Communication Managerin haben Sie das Telefon zu bewachen. Jo. Gästealarm! Herzlich willkommen in der Pension. Ich bin der neue Kann ich auf mein Zimmer bitte ganz schnell? Aber selbstverständlich. Herzlich willkommen in der Pension. Bitte kann ich auf mein Zimmer ganz schnell? Böser Mann sind Sie durch mich her. Ein böser Mann? Sind Sie Ihrem Ehemann weggelaufen? Dafür habe ich viel Verständnis. Ich habe auch verboten. Bitte können Sie machen schnell. Zimmer Nummer 11 für Frau. Frau? Ich bräuchte dann noch Ihren Namen. Frau.
Jennifer Lopez. Oh! J-Lo. Die? Jennifer Lopez? Ah, da. Und der böse Mann, das ist irgendein durchgeknallter Fan, der hätte ihn hieß, ne? Knallfan, da, jo. Knallfender? Das ist aber ein ungewöhnlicher Akzent für eine Amerikanerin. Bin ich aus Amerika? Und sie wollen nicht erkannt werden, Joe. Oh, kannst du keinem sagen, dass ich ihn da... Aber sure, we won't tell anybody. Und wir sagen nix. If you can sign that. Jo. Edmund ist reich. Ah. Mehrmals, wenn es geht. Kann ich aber den Schlüssel bitte ganz schnell? I bring you high personality on the room. And by the way, we have a great Sushi-Koch. Oh, ein Original, Orogramm. Und Jennifer Lopez. Oh, super. Diese durchgeknallten Fans. Herzlich willkommen in der Pensionsbetreuung. Nur eine Kurzfassung. Was kann ich für Sie tun? Mein Freund Heiner hier ist sehr traurig. Oh ja, Heinz. Sehr traurig. Seine Frau ist stiftend gegangen. Ach, erinnere mich nicht daran, Heinz. Sie hat ihn betrogen und ihm fast das Herz gebrochen. Ja. Aber Heiner ist so fanat in das dumme kleine Ding, dass er sie unbedingt wiederhaben will. Und zwar ganz, ganz schnell. Also, ist hier in den letzten zwei Minuten eine Braut reinspaziert. Langer schwarzer Pelzmantel, lange schwarze Haare, solche Ohren. Beine so lang wie ein Billigregal. Nee, wir hatten den ganzen Tag noch gar kein Gastlicht mehr. Akzent wie eine billige kleine Rossennutter. Aber Heiner liebt sie nun mal. Ja, Heinz, ich liebe sie. Wir haben die französische Putzfrau und unseren japanischen Sushi-Koch, den Herrn Song. Schau du doch mal in das Buch und ich kümmere mich um die Krabbeltiere. Keine Gäste, ne? Hör mal zu, wenn meine Frau mir auftaucht, dann rufst du mich an. Du rufst ihn an! Aber sicher! Heinz! Oh, Scheiße, ist der gut! Oh. Du sagst mir jetzt auf der Stelle, woher dieser Superstimmer kommt, oder ich blase das Hirn weg! Rede! Heiner, reg dir nicht auf! Denk an dein Herz, ich regel das! Du regelst das? Ich regel das! Na gut. Ist das deine? Nee, der gehört unserem Security Manager in Hostel Kreuz. Der Bulle! Den lege ich um. Heinz. Es ist doch ausdrücklich verboten, vorher irgendwelche Modellstimmen zu trainieren. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir nehmen ihn mit. Schon sein eigenes Modell. Heinz. Was soll ich bloß machen, wenn ich dich nicht hätte? Alleine auftreten. Ja, stimmt. Durchgeknallte Fans. Aber ich hab J-Lo nicht verraten getan. Ist da die Mopo? Brandeisen, guten Tag. Ich habe eine Sensation für Sie. Morgen findet in der Pension Schmidt eine Pressekonferenz statt. Mit Jennifer Lopez. Ja, die wohnt jetzt bei uns. Bringen Sie einen Kollegen mit. Aber Frau Brandeisen, wir haben da versprochen, dass wir nicht verraten. Das ist eine Marketingoffensive. Die Pension Schmidt wird in aller Munde sein. Da kann das Atlantik mit so einem ausgelutschten Altrocker wie Udo Lindenberg einpacken. Babette! Sabine, in der Wellness Lounge wird kein Alkohol ausgeschenkt. Herr Song, ich muss dringend mit ihm die Häppchen besprechen. Oh, Kunotor, hat aus! Salat ist aus? Na, dann gibt es eben Sushi ohne Deko. Deko! Deko! Oh! Deko! Komisch. Ich bin mir irgendwie nicht hundertprozentig sicher, ob dieser Mann mich wirklich versteht. Frau Brandeisen, wir haben ihr versprochen getan, dass wir sie nicht verraten tun. Frau Brandeisen, alle Bremsspuren von die Toilette sind futsch. Ma
Maman, ich weiß, du willst diese Pension unbedingt haben, aber diese AA-Anschuhe, das geht über meine Nerven. Du verlangst zu viel von deiner Tochter. Ati. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Er oder das Scheißhaus auf Zimmer 11. Hallo, Babetti. Hallo, Ati. Und, Babetti, hast du wieder von mir geträumt? Oh, mon Dieu. Ja, von dich. Und von deinen samenreichen Fruchten. Ja, und, waren wir wieder auf deiner Almhütte? Ja, wir waren auf mein Almhütte. Aber diesmal, Ati, es war Sommer. Und wir haben gesessen auf die Liegestühle vor die Almhütte. Und die Sonne hat gekitzelt unser nackte Haut. Und ich hatte nur ein klitzklein Bikini an. Was? Kannst du dir vorstellen? Nee, das müsste ich mit eigenen Augen sehen. Aber du hast doch gehangen an die Euter von die Kühe. Was? Ja, in die hohe Grasson. Ich? Ja, und du hast gemolkt die Kühe. Und dann haben wir getrunken die frisch warme Milch. Und du hast mir ein paar Tropfen auf mein Haut gespritzt. Oh, ein Schlingel, ey. Ach, Otti, wenn du doch vergessen könntest, dein Frau. Ja, was wäre denn dann so? Otti, wenn du wolltest, ein Stern von die Himmel, ich würde heraufklettern und dir einen runterholen. Ja, das wird uns gefallen. Also, man könnte ja glatt den Eindruck gewinnen, die will was von mir. Cosima, du musst jetzt ganz stark sein. Bei mir passiert, dass alles war, man sich dein Herz verliert, was kann. Oh,
Bubub-Song. Hallo? Ist der Bundesbahn? Ja, hier ist Larissa. Hallo, Bundesbahn. Weißt du, hast du vielleicht Fahrkarte für Fahren nach Sibirskaya? Ja, ich warte. Ja? Ja, Sibirskaya Bahnhof von Sibirsk. Hast du aber schnell gefunden, Bundesbahn. Aber weißt du, weiß ich nicht, ob ich habe genug Geld. Kannst du mir sagen, wie teuer ist Karte? Plan- und Spartarif. Frühbucher? Ah, bin ich Frühbucher? Ja, bin ich Frühbucher. Ist noch ganz früh am Morgen. Nein, kann ich nicht erst fahren in 14 Tagen. Muss ich ganz schnell weg von hier. Am besten schon besser weggewesen sein, verstehst du? Kinder bis 14 Jahre umsonst. Bin ich schon 14 Jahre? Nein, möchte ich nicht fahren mit Familie. Möchte ich doch besuchen mein Väterchen in Sibirskaya. Bitte, Bundesbahn, kannst du machen ein bisschen schnell? Rabatte vergleichen. Wie lange dauert Rabatte vergleichen? Was? Computer abgestürzt? Aber was mache ich denn jetzt, Bundesbahn? In 3 Tagen wieder anrufen? Das geht doch nicht. Ich muss doch jetzt... Bundesbahn? Hallo? Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich zurück zu meinem Väterchen aus Sibirskaya? Zu Heiner und Heinz gehe ich nicht wieder zurück. Entweder oder ich springe in Elbe. Nein, ich weine nicht. Schneemänner dürfen nicht weinen. Entschuldigen Sie. Oh. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ist alles okay? Alles okay. Ich will mich ja nicht aufdrängen, aber Sie sehen ein wenig verzweifelt aus. Ich bin, sagt man, wie gut drauf. Ah ja, gut drauf. Oh, ich habe mich nicht vorgestellt. Mein Name ist Siegfried Uetzkühl, aber Sie können auch sehr gerne Siggi zu mir sagen. Siggi, ja? Ja. Und Sie sind? Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Ist das ein häufiger Name in Ihrer Heimat? Nein, ich einzige Jennifer Lopez in Amerika. In Amerika? Sind Sie sicher, dass ich nicht doch irgendwie behilflich sein kann? Wollte ich doch nur haben Fahrkarte von Bundesbahn für zurück nach Sibirskaya. Jennifer Lopez will nach Sibirskaya. Machen wir, ja. Haben wir Konzert bei Bunde, bei Winterfest in Sibirskaya. Ah, ja. Aber weißt du, Scheiße, Bundesbahn konnte gar nicht helfen. Tja, wem sagen Sie das? Ich wollte auch aus Zypern mit der Bahn kommen. Ja, schlussendlich bin ich gerudert, das ging schneller. Du bist gerudert? Ein Scherz. Bist du lustiger Mann, Siggi, ja? Und Sie sind eine sehr schöne Frau. Спасибо. Mit sehr traurigen Augen. Mich gar nicht traurig. Jennifer Lopez ist immer gut drauf. Hey, hey, alles ist okay. Aber du bist ganz sehr netter Mann, Siggi, ja? Frau Lopez? Da. Na, immerhin reagieren Sie drauf. Ja, vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein mit Ihrer Fahrkartenbuchung. Ich habe in meinem Laden einen Internetanschluss. Bist du so gut zu mir? Das ist der Gemüseladen Uetzkühl, hier gleich um die Ecke. Schauen Sie doch mal vorbei. Hey. Hey. Alles ist okay. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Schneemänner dürfen nicht weinen. Herr Uetzkühl,
einsam? Frau Brandeisen, was machen Sie denn hier? Ich leite doch die Pension, schon vergessen? Nein, aber... Haben Sie etwa jemand anders erwartet? Ja, Frau Nadine Schäfer, die kommt sicher gleich. Herr Özgül, Sie sind aber wirklich ein ziemlich optimistischer Charakter. Soll das heißen, Nadine kommt nicht? Die hat Sie gestern Abend um 10 Uhr hier erwartet. Wieso denn gestern Abend um 10 Uhr? Wir waren heute Morgen um 10 Uhr verabredet. Herr Özgül, eine Frau einen ganzen Abend warten zu lassen, das ist eine Sache. Aber ihr dann auch noch... Was wollen Sie damit sagen? Nichts, es geht mich nichts an. Frau Schäfer hatte sich so auf Sie gefreut. Sie hat mir die ganze Geschichte ihrer Beziehung erzählt. Also ich kann Ihnen nur sagen, ich war schockiert. Ja. Aber bitte, wenn Frau Schäfer Sie trotz allem liebt... Hat sie das gesagt? Ja, das hat sie gesagt. So um kurz vor 10. Um 10:30 fiel sie in Kaninchenstarre, um 11 Uhr fing sie an zu weinen und so von 0 Uhr bis 5 Uhr morgens hat sie sie entsetzlich verflucht. Ich war ja überrascht, was in so einer zarten Person für Gewaltfantasien Platz haben. Ja, das ist alles nur ein Missverständnis. Ich geh mal zu ihr hoch und klär das auf. Den Gang können Sie sich sparen, Herr Özgül. Was? Sie ist zum Flughafen vor etwa einer Stunde. Tja, Frau Brandeisen. Dann fahr ich mal zum Flughafen, nicht? Vielleicht erwische ich sie noch. Viel Glück. Ja. Bitte, Nadine. Geh ran. Gott sei Dank, Nadine? Hallo? Nadine, bist du das? Hallo, ich verstehe ganz schlecht. Ich glaube, hier ist ein Funkloch. Ach, Sie sind es, Herr Özgül. Hier ist die Brandeisen. Ich glaube, Nadine hat ihr Handy vergessen. Aber gut, dass Sie noch mal anrufen. Sie hat nämlich einen Brief für Sie hinterlassen. Ich habe ihn gerade erst gefunden. Sigi, leck mich. Oh. Herr Özgül, das muss sehr verletzend für Sie sein. Ja! Oh. Aber sie hat ja recht. Ich habe mich wie ein Schwein benommen. Tja. Dann muss ich mich wohl ändern. Viel Erfolg! Herr Solong? Wo ist denn dieses besoffene Fossil aus den 70ern? Herr Solong, Sabine! Oh. Ju! Moin Moin, Frau Brandeisen! Oh yeah! Sollen Sie die bitte versorgen tun? Oh, die sind sicher für die Frau Lupis von allen ihre Fans. Nein, ne? Die waren für Nadine. Für Nadine. Aber doch nicht von diesem Siegfried Özgül, oder? Doch. Ja. Haben die... Haben die sich getroffen getan? Nein, Nadine ist Gott sei Dank rechtzeitig abgeschlossen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie nie wieder zurückkommt. Nadine ist weg? Herr Solong, bitte, ich muss Ihnen eine Abmahnung erteilen. Was? Wieso das denn? Ihr Dienst beginnt um 8 Uhr. Nüchtern. Ja, aber bitte, um die Zeit, da liege ich als anständiger Rock'n'Roller noch im Koma. Tja, die Zeiten sind hart, aber modern, mein Lieber. Oh, Herr Song, so geht das aber nicht hier. Eigenmächtiges Handeln, ich glaube, ich spinne. Sabine, aufwachen, träumen Sie nicht an die Arbeit. Nadine!
gedacht, dass Sie mich so schnell wiedersehen, nicht wahr? Nee. Ich habe mein Handy vergessen. Das ist in der... Exakt da. Sie wissen schon. Ja. Und? War er da? Wer? Sie. Ja, Sie. Oh, ich habe ihm Ihren Abschiedsbrief gegeben, ja. Und? Wie hat er reagiert? Er war schockiert. Zu Recht, dieses Schwein. Das sagt er auch, er habe sich benommen wie ein Schwein. Und sonst? Hat er nichts gesagt? Er sagte, er wolle sich verändern. Aber Sie sollten Ihre Pläne auf keinen Fall ändern. Frau Schäfer, fahren Sie schnell, es geht zum Flughafen. Ihr Flieger geht gleich. Ach, Sie haben ja so recht, Frau Brandeis. Ach, Sie waren eine solche Stütze letzte Nacht. Ich weiß gar nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte. Auf Wiedersehen. Und noch ein. Wiedersehen. Wiedersehen. Nadine. Ach ja. Ich... Hier. Für dich. Für mich? Danke. Das sind meine Lieblingsblumen. Das ist sehr nett von dir. Du, Nadine, du tust so verändert aussehen. Hast du abgenommen? Ist es dir aufgefallen? Tut dir gut, Stain. Dankeschön. Nadine, warum willst du denn von hier weggehen? Ach, weißt du, ich habe mich hier immer einsam gefühlt. Ohne Liebe. Hör mal, jetzt bin ich doch da. Ja, aber solange ich hier bleibe, wird Ziggy mich immer verfolgen. Und wenn ich dich beschützen tue? Du, Sabine? Ja, weil ich dich... weil ich dich lieben tue. Ich liebe dich auch. Du wirst mir immer eine ganz, ganz wertvolle Freundin bleiben. Oh, entschuldige bitte. Wer das wohl sein kann? Sicher der Flughafen. Sie müssen dringend einchecken. Sie? Na, dem werde ich jetzt mal ordentlich die Meinung galten. Oh ja, tun Sie das. Ja. Ja. Sie? Ja. Sie. Ja, Sigi. Ja, Sigi. Ja, Sigi, ja, Sigi, ja, Sigi, ja, Sigi, ja, Sigi, ja, Sigi, ja, Sigi. Ja, Sigi. Ja, Sigi. Aber Sie wollten ihm doch die Meinung. Ja, Frau Brandeisen. Manchmal kommen die Dinge ganz anders, als man sie geplant hat. Er kommt hierher, in einer halben Stunde. Es tut mir leid. Ich glaube, ich liebe ihn immer noch. Ach, ich muss gut für ihn aussehen. Oh. Dann komme ich mal mit und helfe ihm, sich die Beine zu epilieren. Habe ich endlich einen Menschen getroffen, den ich lieben tue. Und der... Soll ich was Trauriges spielen? So muss ich eine Kuh fühlen tun. Auf dem Schlachthof. Wenn Sie schon angefangen haben, mir das Herz rauszureißen. Vielleicht hätte ich doch besser in Heidi bleiben sollen. Was Sie wohl gerade machen tun? Ruf doch mal an. Meinst du? Ja. Die tun sie auch ein bisschen schon Sorgen machen. In einer kleinen Schachtel lag in einem Meer, ja, da geschieht so mancherlei. In der Schachtel schauen sie mal vorbei. In Rappes Okay.
Ja. Oh, 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 oh. Na ja, ich bin ja schließlich der Mann im Haus. Schlachterei, Rabe, Rabe, Moppe, Rat. Biene, bist du was? Biene, sag doch was. Sie sagt nix. Biene, hier ist deine Mutter! Das hört sie doch. Wir tun uns solche Sorgen, Mann, du! Das ist Reierei, würde ich auch nichts sagen. Ja, dann machst du besser! Biene? Biene, du zurückkommen, ich bin ja auch nicht böse. Genau. Bienelein, guck mal, dein Papi, die Mann. Was ist passiert? Sie hat einfach aufgelegt. Oh! Also Mutter, du kannst das nicht weitergehen tun. Nee, ich sehe schon doppelt. Andere Schlachter noch schöne Töchter. Ja, zehn. Jans Christian. Ja. Komm mal, komm zu. Oh nee, komm mal, der arme Junge, nee. So, so, die Schweine hacken nur nicht deinen Daumen. Ach, hol mal daneben hacken, Tim. Das tut sich jetzt ändern, Tim. Da hat nämlich vorhin so ein Oldschool angerufen, ja, aus Hamburg. Jo, die haben bis da unten von unserer guten Dauerwisse gehört. Ja, dann tust du doch mal bringen, Tim, ne? Nach Hamburg. Du sollst für ihn die Pensions mitbeliefern, Tim. Ja. Und dann nimmst du dir den Rest vom Tag frei und dann guckst du dir mal das ganze Hack in der Rebe bauen an, ne? Was? Ja, damit du auf andere Gedanken tust. Ja. Mutter, ich komm da auch auf so Gedanken. Oh, feier, ist schon wieder Volkstrauertag. An die Biene nicht vergessen. Nee, Biene, komm schon. Oh, oh, oh. Aha. Die jetzt können sie an Tod hierher kommen. Scheiße. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Tun? Oh. Ich meine, ich konnte ihm so nicht erzählen, dass ich mich in die Frau verliebt habe. Das tut ihr nicht was. Sabine! In was für einer Warteschleife hängen Sie denn schon wieder rum? Hm? Bringen Sie das bitte in die Müllverbrennungsanlage, ja? Aber vorher rufen Sie Babette, damit sie ihr nochmal durchfeudelt wegen der Pressekonferenz. Jo, Babette in die Müllverbrennungsanlage. Gut. Babette! Guten Tag, Rad auf! Ich sehe fad aus. Oh, heute kommen noch die Journalisten. Oh! Hm? Schwupp und zang! Standen Sie da schon drin? So ein bisschen muss man sich das auch verdienen. Warum brechen eigentlich ausgerechnet heute an meinem großen Tag alle zusammen? Babette! Babette, Babette, Babette! Ich kann es nicht mehr hören! Je pas envie de nettoyer cette baraque! Ati! Maman, ich habe es gleich geschafft und du wirst sehr stolz sein auf deine Tochter. Hallo, Babette. Hallo, Ati. Und? Ich sehe nichts als dein schön starke Hand, die mich nie wieder so rübeln, wie ich es habe erträumt. Aber das kann sie doch jetzt. Na, Vera, was wird deine Frau dazu sagen, wenn du mich rübelst? Na, das ist es doch. Der Ring ist weg. Ja. Jetzt bin ich sozusagen Witwer. Du lässt dich scheiden von deiner Frau für mich? Du hast dein Herz geprüft. Ja, so ähnlich. Oh. Und dein Herz hat dir geflüstert, je t'aime, Babette. Je wat?
Ich liebe dich, Babette. Oh ja, Babette, dich will ich lieben und zwar ganz, ganz fix. Ati, ich muss erst mein alles sauber machen. Ne? Frau Brandeisen hat gesagt, la 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 la. Vergiss doch die Brandeisen. Mein Eisen brennt heißer. Was für ein schnuckeliges Wörtspiel. Ja, so wirklich. Aber weißt du, unser erstes Mal sollte doch sein total romantisch. Unser erstes Mal? Mhm. Das sollte vor allem total schnell sein, sonst wird das Hack schlecht. Das Hack. Alte Schlachterregel. Und jetzt, Babette, stell dir vor, das hier ist deine Almhüt, der Fernseher, das ist das Lagerfeuer und das Sofa. Das ist das Bärenfell. Das Bärenfell? Ja. Gotti, wirklich, ich muss doch das sauber machen, ne? Ich bin eine saubere Frau. Ja, aber was denn? Das bisschen da? Ja, das ist doch ratzfatz erledigt. Aber, bitte, nein, dich, da waren doch keine Umstände. Dumm. Gotti, das ist Frauenarbeit, wirklich, Frau. Oh, bitte dich, in einer modernen Gesellschaft und so weiter, so mehr ist zu Hause auch immer. Ich glaube, da ist noch was die Treppe runtergewendet. Was? Oh ja, was macht man nicht als eine gute Nummer? So, ja, das war's dann ja wohl, nicht? Und jetzt komm her. Und rübel mich. Das war's dann ja wohl. Otti, du bist ja so süß, oder? Ja. Aber oh, es gibt da noch so eine Bestellung für die Frau Brandeisen. Muss ich bringen für die Post, oder? Es ist vraiment wichtig, weißt du, es ist. Das hat doch Zeit. Ach, du bist so ein Kavalier. Von der Nasenspitze bis zu diese. Von der Nasenspitze bis zum Beispiel hier. Oh. Ja. Alles ist gut. So langweilig. Otti? Es ist wirklich vraiment wichtig, hein? Oh. Sind die Blümchen für die Pressekoffer. Oh, merd, Frau Brandeisen hat vergessen zu unterschreiben. Ja, aber da ist doch noch gar nichts. Oh. Weitermachen. Ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Hatti? Ah, ja. Irgendjemand muss für die Person unterschreiben! Ich unterschreibe alles. Ja? Alles. Was soll ich unterschreiben? Hier ist der Schreiber. Ja, ich schreibe. Oh, ich bin der Schreiber, ich bin ja der Strohschreiber, ich bin Witwer. Upsala. Ach, nein! Vertrag? Gib her die Pension Schmidt von einer Hedwig Petersen? Moment mal. Du wolltest die Pension an Anna Hedwig Petersen verkaufen? An unsere aller schlimmste Feindin? Oh, Gott sei Dank hast du noch nicht ohne es Rieben getan. Was soll das? Was ist das? Wer bist du, Babette? Ich bin nicht Babette Pierson. Ich bin Barbara Petersen. Ne? Hedwig Petersen ist meine Mama. Ich hätte fast mit der Tochter von Hedwig Petersen. Oh Gott. Das muss ich der Bronneisen erzählen. Wenn die das hören tut, dann werde ich bis zum Klar. Ja, ich gehe schon. Ja. Oh, Rotti, wirklich, es tut mir doch so leid. Weißt du, glaub mir. Ach, nichts glaube ich dir. Hau ab hier aus meinen Augen. Aber. Es war nicht meine Idee. Es war die Idee von meiner Mama. Sie hat mich Sie hat mich gegeben, als ich war noch ein petit Baby, hein? Hat sie mich gegeben nach Frankreich, zu fremden Menschen, mit fremder Sprache, in fremde Länder, in irgendein Almhüt! Was? In unsere Almhüt? Ja, die. Was? In unsere Almhüt. Und weißt du, ich hab mein Mama nicht kennengelernt. Bis vor zwei Wochen, wie sie zu mich kam und von mir verlangt, dass ich ihr die Pension ausliefere. Und da kam auf eine Schwimm, die große Liebe in mir auch, die ein Kind haben kann, nur für seine Mama.
Gott, ich wollte das doch gar nicht. Ich wollte doch nur, dass meine Mama mich lieb hat. Ja, aber diese alte Petersen, die hat doch noch nie jemanden geliebt. Nein, ich auch nicht. Bis ich habe dich getroffen. Babette! Nein, Barbara. Ich gehe. Ja. Otti, darf ich dir noch eines sagen? Ja. Aber es war doch so schön, oh, wie du mich hast gerübelt. Jetzt erinnere mich nicht auch noch daran. Aber ich muss mich immer daran erinnern, wenn ich wieder bin in Frankreich. Auf die Bärenfeld. Ach, Otti, kannst du mir nicht geben deinen Namen und deine Adresse? Ach, wozu? Na, ich will dir doch schreiben einen langen, langen Brief mit all meinem Amour. Und eine Foto, wie ich liege auf die Bärenfeller. Total Mann, nackte Mann. Oh Mann. Total Mann, nackte Mann. Otti, bitte, kannst du mir nicht hier geben deinen Namen? Und deine Adresse und deine Unterschrift. Und dann schickst du mir total den Morgen nach. Alles. Alles. Ich habe auch ein Video rekommen. Ja, irgendwo, total egal. Total. Mein Otti Totti. Mach Flotti, Otti. Flotti, Otti. Merci, Chérie. Oh, ja. Du wirst noch von mir hören. Sehen, du bist das Foto nicht. Herr Holz, ich muss Ihnen eine Abmahnung erteilen. Wie ich von unserer heutigen Mitarbeiterin des Tages erfahren musste, haben Sie nicht nur gegen Regel Nummer 5 verstoßen, sondern auch versucht, durch eine feindliche Übernahme all unsere Arbeitsplätze zu gefährden. Aber ich wusste doch nicht, dass Babette die Tochter von Hedwig Petersen ist! Herr Kolz, ein eigenverantwortlicher, hochmotivierter Mitarbeiter zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er zum Wohle seines Teams die Folgen seines Handelns im Voraus bedenkt. Frau Brandeisen, Sie sind doch bloß eine frustrierte Frau in den zugegebenermaßen besten Jahren. Sie müssen mal wieder eine richtig tolle Nummer schieben, ja, das ist das doch. Aber nicht mit mir! Herr Kolz? Sie sind bis Ende 2007 als Mitarbeiter des Tages gesperrt. Oh Gottchen, nein, ich bin gesperrt, mir kommen die Tränen. Oh, da backe ich mir ein Ei drauf. Ich bin nicht Beamter, mich kann man nicht so kündigen. Solche Leute fressen unsere Steuern auf. So. Ja, Sabine, ich mache Sie jetzt zur Security Managerin und zur Cleaning Managerin. Jetzt räumen Sie hier endlich auf. Ja. Wir müssen unsere Rente schließlich selber verdienen. Und jetzt räumen Sie endlich die Klamotten von Frau Schäfer weg. Meine Güte, die haben wohl ihre Tage in dem Haus. Guten Tag. Oh. Moin. Moin. Ich bin Siegfried Iskü. Aber Sie können auch sehr gerne Sigi zu mir sagen. Ja, Sigi. Oh. Sie wollen sich jetzt nur die in Schäfer, ne? Ja. Ja. Die wird gleich zu Ihnen kommen tun. Moment. Oh, moin. Moin. Jens Christian von der Schlachterei Rabe. Ich suche einen Herrn Uetzkü. Ja, den haben Sie gerade gefunden. Siegfried Uetzkü. Moin, moin. Moin, moin. Und das hier, da, das sind die Dauerwürste. Oh, das hat ja nicht lange gedauert. Nee. Sagen Sie mal, wenn ich welche nachbestellen will, dauert das lang? Nee, die machen wir ja andauernd neu. Ja, das finde ich jetzt gar nicht bedauerlich. Nee, ich auch nicht. Ist für mich ein Dauerjob. Ich bringe die mal eben runter in die Küche. Könnten Sie hier so lange warten? Oh, die dauert doch nicht so lange. Versprochen. Sagen Sie mal. Ja. Dagegen gibt es übrigens Mittel. Wogegen? Na, egal. Sagen Sie mal, ist Ihnen eigentlich gar nicht kalt bei so einem Unterhemd? Nee, ich arbeite ja immer im Kühlhaus. Ich tu doch nichts mehr mähen. Ja, wenn das mal im Kühlhaus liegt.
Wo ist jetzt das Hack? Oh, Jens Christian von der Schlachterei Rabe. Nadine Schäfer, was kann ich für Sie tun? Ich habe bloß die Dauerwürste gebracht für Herrn Uetzkühl. Ach so. Sie tun mich an jemand erinnern, tun. Ach, wirklich? Ihre Augen. Ist alles in Ordnung? Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Wie sagt Herr Rabe immer? Andere Metzger haben ja auch schöne Töchter. Was? Deshalb möchte ich jetzt Sie mal ganz speziell und frech Fragen tun. Bim Bam. Mögen Sie Jörg Pilawa? Wen? Nur diesen. Der Sushi-Koch. Nadine. Ja. Ziggy. Ach, Sie tun die Dame kennt du? Eigentlich schon. Herr Jens Christian, wenn Sie einen kleinen Augenblick da hinten warten würden, ich muss was ganz Wichtiges mit dieser Dame besprechen. Dauert uns. Das ist versprochen. Nadine, du siehst irgendwie verändert aus. Ja, Sigi, es ist lange Zeit her und Kummer zehrt. Ja, ich weiß. Als du mich damals wegen Fatima verlassen hast, nachdem ich dir gerade wegen Heidi verziehen hatte, da... Sag jetzt nichts. Ich weiß. Ich habe mich schändlich benommen. Nein, Siegfried. Nein? Heißt es, du verzeihst... Sag jetzt nichts. Du hast dich nicht nur schändlich benommen, sondern auch abstoßend, abscheulich, entsetzenerregend, grauenvoll, marktverzehrend, widerwärtig, schauerlich und nicht zuletzt... Oh. Unselig! Ja, Nadine, du hast ja recht. Obwohl ich immer nur dich geliebt habe, sind immer wieder fremde Frauen zwischen uns gewesen. Aber jetzt werde ich es nicht mehr zulassen, dass sich dann mal irgendjemand zwischen dich und mich stellt. Singen Sie die, ja? Oh. Nun bin ich endlich aufgewacht und hätte dir so viel zu sagen. Ich war so blind, ich war so dumm und ich ging furchtbar mit dir um. Du hattest so viel zu ertragen. Glaube mir, das bereue ich jetzt. Ich würde alles für dich geben. Wir wurden uns fremd, wir haben uns entfernt. Aber ich hab daraus gelernt. Du bist das Licht in meinem Leben. Nun komm zurück. Bitte, gib unserer Liebe noch eine Chance. Bitte, komm zurück zu mir. Oh nein, es darf nicht anders sein. Du wirst vergessen und verzeihen. Vertrau ein letztes Mal auf mich. Ich liebe dich, verzeih Nadine, verzeih Nadine. Ich liege
Ja, Sigi. Ich bin sehr froh! Traumrandreisen, ich habe es wieder versäumt, was sagen Sie dazu? Ich glaube, du hast mich missverstanden. Ja, ich wollte sagen, ich bin so froh, dass du mir endlich die Augen geöffnet hast. Ja. Ich weiß jetzt, warum du immer wieder zu anderen Frauen flüchten musstest. Denn, Siegfried, ich habe dich nicht genug geliebt. Ja? Ja. Nein, nein, sag jetzt nichts. Ich konnte dich nicht so lieben, wie du es verdient hättest. Hä? Denn erst jetzt weiß ich, wie süß und rein wahre Liebe wirklich sein kann. Denn jetzt habe ich sie gefunden. In den Armen einer Frau. Wer ist sie? Sabine Rabe. Was? Meine Biene. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Habt ihr heute Abend alle eine Waffel? Mein Gott, was muss dieser arme Mann alles erleiden? Und meine Biene? Ja, sie hat es mir vor einer halben Stunde gestanden. Was? Oh, oh. Sie! Sie, 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 sie! Scheusal! Mit ihm wollte ich irgendwie Lava gucken. Oh, lassen Sie es gut sein, Jens Christian. Bei diesen Weibern ist jedes Wort zu viel. Was halten Sie von 20 Bierchen auf den Schreck? Oder seien Sie immer so uns Männern jetzt noch bleiben? Aber sagen Sie mal, Herr Özgür, was hat die denn da, was ich nicht hab? Ich mache Ihnen eine Skizze. Schönen Worte, Herr Nadine. Aus dem Textbuch jedenfalls nicht. Nee. Wo haben Sie Sabine denn schon gesagt? Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ach ja. Wie wollen Sie es ihr denn sagen? Hm? Ich werde es ihr gar nicht sagen. Ich werde es ihr singen. Ach, Schätzchen, das kriegen Sie lieber am Regisseur durch. Hannes? Baby, a star is born. Deine Stimme, Gott, du inspirierst mich. Oh, ist das gut? Das ist sehr gut. Ich werde dir augenblicklich ein Lied schreiben. Sabine, kommen Sie doch mal schnell runter. Die kann ja gerade nicht, ne? Ach, dann ist sie wohl die längste Zeitmitarbeiterin des Tages gewesen. Oh, dann, gehe ich sie doch mal ganz schnell holen. Herr Solong, ich würde gerne noch mal mit Ihnen über das Lied für mich, für Nadine sprechen. Ich finde, es sollte echt Grand Prix-tauglich sein. Das ist ja nicht so schwierig. Nein, es muss viel besser sein. Genau, sie hat eine fantastische Stimme, oder? Ja, aber sicher doch. Warum hat sie denn noch nie in irgendeiner Folge gesungen? Ach, wissen Sie, das passte immer irgendwie gerade nicht. Frau Brandeisen? Ja?
Das werden wir sofort ändern. So lang, ich wusste schon, immer in Ihnen steckt etwas ganz Besonderes. Frau Brandeisen, bei der Gelegenheit, wie wär's denn mal mit einer kleinen Gehaltserhöhung? Oh, schreiben Sie erst einmal das Lied und dann können wir über alles sprechen, mein Lieber. Sabine, bist du nicht gut drauf? Doch, sicher. Aber vielleicht kannst du mir dann helfen. Kennst du Sigi Utskul? Jo, den kenne ich. Der wohnt nicht mehr mit mir. Was wollt ihr? So, kannst du mir sagen, wo der Katz sein Gemuseladen? Du, da gehen Sie einfach. Aber Frau Siegers, das ist ja auch der Weg zu Frau Lopez. Ja, selbstverständlich. Jo, das ist die Presse, Frau. Aber wer sind die beiden Herren mit den Sonnenbrillen? Oh, geschossen! Sabine, haben Sie gehört? Man hört, es ist gefährlich! Komm! Heiner, die schreiben keine schlechten Kritiken mehr über uns. Heinz, die schreiben nie wieder welche. Sabine, das sind doch Heiner und Heinz, das sind böse Zuhälter und Killer! Heiner, wie heißt du? Das ist ich. Witzeling Armblatt. Ich habe auch einen Doppelnamen. Und? Armgard Segers. Oh Gott. Guten Tag, mein Name ist Britta Brandeisen. Sie müssen die Herren von der Presse sein. Abendblatt Witzeling. Guten Tag, Herr Witzeling. Armgard Segers. Guten Tag, Frau Segers. So. Gott, die Kinder- und Spielecke wird gerade noch renoviert. Oh, das sieht hier aus. Möchten Sie vielleicht etwas von unserem neuen ayurvedisch-vegetarischen Rohkosthäppchen? Nein, da machen Sie vielleicht erstmal ein Foto von mir. Am besten mit unserem neuen super angeboten Spirit and Soul and Beauty Exchange. Halt! So, und die darf nicht. Ich mache das doch nicht, wenn man mich nervt. Hanna, reg dich nicht auf. Denk an dein Herz. Ich rede. So wie ist das? Ich rede. Wir wollen jetzt mal ganz schnell mit Frau Lopez sprechen. Oh Gott, ja, natürlich. Die Herren von der Presse mal busy, busy, busy. Oh, das gefällt mir. Time is money. Sie können sofort bei mir anfangen. Hm? Wie wär's mit einer Stelle als Marketing Manager? Oh yeah. Du redest das? Nein, ne? Ja. Ich glaube, es ist doch besser, du regst dich jetzt mal kurz auf. Oh, danke, Heinz. Hör mal zu, du! Du bist Ding, du! Du lieferst mich jetzt auf der Stelle wie diese Jennifer Lopez, oder ich mach aus dir einen Glockensalat. Witzeling! Ich kann keine Schneemänner fallen sehen. Die Leitung ist tot, Herr Witzeling. Die Leitung ist tot? Dankeschön. Das bist du auch, klar. Hey, hey, hey! Oh. Alles ist okay. Miss Lopez. Yes, hello. Pleased to meet you. Why don't you come over here and take a seat? Thank you. First of all, we like to thank you for the honor of this little interview. And we like to say that we think that your last song was a piece of shit. Oh, thank you very much. Was schnackst du da? Englisch, Heiner. Ja, 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 ja. Aber ich spreche doch kein Englisch. Na, ist er auch nicht. Nee, nee, ich bin's ja auch nur. Gib ihn nicht. Oh. Hör mal zu, du dummes kleines Ding. Du sagst mir jetzt auf der Stelle, woher du Larissas Pelzmantel hast. Den habe ich im Kasten liegen lassen auf Zimmer Eva. Ich wollte ihn nur schnell hier rein umbringen tun. Ehrlich. Hey, schaust du mal bitte auf Zimmer Nummer 11, ne? Mhm. Oh, nimm die Krabbel von dem Kunstwerk. Du verschandelst ihn nur. Oh, diese Nase. Ja, das ist unser neues Maskottchen, Frau Segers. Schnauze, Schnappdecke. Heinz, der Vogel ist ausgeflogen. So, du stellst dich jetzt mal dahin und du kommst dazu. So, jetzt pass mal auf. Ich, in einer halben Stunde sind die... Thank you.
sind wir wieder da. Hast du ein Problem? Bist du ganz sicher? Ich hab Angst. Gut. Ich dachte schon, du hättest Humor. Ich dachte, da brauchen wir keine Befürchtung. Jetzt passt mal. In einer halben Stunde sind wir wieder da. Dann ist Larissa auch da. Habt ihr das verstanden? Ja. Sonst regt er sich richtig auf. Ja! Dann reg ich mich mal richtig auf. Und das war erst das Vorspiel. Jetzt hat sie noch mehr Angst. Heide. Heinz? Hast du den Schneemann gesehen? Den Schneemann? Na, den da. Den Schneemann, ne? Den da. Oh Gott, das ist doch, der ist ja noch schöner als beim letzten Mal. Ja, nein. Oh Gott, das ist ein Bild von Oma. Er hat so ein Stückchen verloren. Oh Gott, das ist ein so kleiner Hund. Guck mal. Fuschi. Wie packen wir jemanden da dran, was? Ja, so viel sind wir. Wo sollen wir denn, links oder rechts? Der ist links, der spielt. Links, ja. So, Heinz. Der hat Arme. Oh. Heiner, der kann laufen. Ja, was? Der ist Hammer. Der ist mit Fernsteuerung. Oh, die Arme. Und tanzen kann er auch. Du kannst so gut. In einer halben Stunde sind wir wieder da. Und wenn Larissa gar nicht da ist, dann fließt hier Blut. Meine Güte. Oh, dann fließt hier Blut. Komm mal raus, Adern. Also mit Udo Lindenberg hätte ich bestimmt weniger Ärger gehabt. Meine liebe Frau! Sie haben mir die ganze Pressekonferenz vermasselt. Auweia. Was ist ja eigentlich los? Ich kann gar nicht mehr folgen, meine Güte. Hier, der Nimbus 2000. Alles verliert der andauernd. Wer sind Sie denn eigentlich? Bin ich nicht Jennifer Lopez? Ach nee. Bin ich nur Larissa. Aus Sibirskaya. Und? Vertell. Tage meiner Kindheit, so schön war diese Zeit. Weit draußen in der Taiga, so friedlich und verschneit. Wo meine kleine Mutter am warmen Ofen stand, hat Väterchen ganz fleißig den Wodka schwarz gebrannt. Ich hab den weißen Flocken beim Tanzen zugeschaut und dann mit meinem Papa gern Schneemänner gebaut. Und tat er mir die Finger, mein Bett von Schnee und Eis, dann küsste mich Papachen und sprach zu mir ganz leis. Schneemänner, zur Tür hinaus. Sie schlugen sie und fluchten und haben laut gelacht. Und einer hat aus Freude mein Kätzchen tot gemacht. Da fing ich an zu weinen, so hat mich das erschreckt. Da hat mich mein Papachen in
wüsste, wo's für mich Arbeit gibt. Nun bin ich hier in Hamburg, auch wenn's mir nicht gefällt, und habe jeden Abend mit Fremden Sex für Geld. Und wenn ich einmal traurig und ohne Hoffnung bin, sing ich Mamachens Worte ganz leise vor. Sein Internat. Ja, das ist doch gut. Ich rufe gleich Herrn Utzkul an, dass er sie hier abholt. Sie dürfen auf keinen Fall mehr alleine auf die Straße. Nein. Sie sind so gut zu mir. Aber natürlich, mein armes Kätzchen, Schätzchen. Ich rufe gleich Herrn Utzkul an, dass er sie hier abholt. Warten Sie mal auf Ihrem Zimmer und ich rufe Sie dann. Spasiba. Kein Problem. Frau Brandeisen. Sabine. Ich will keinen Ärger mit dem, dessen Name nicht genannt werden darf. Außerdem dulde ich in dieser Pension kein Blutvergießen. Hm? Schon gar nicht mein eigenes. Ich stelle mich persönlich vor Ihre Tür und pass auf, dass Sie uns nicht erwischt. Aber wir haben es ihr versprochen. Niemand. Katz. So tut das aber mal nicht, gell, ne? Grotto Rathaus? Ja, der Johnny's Hollandier ist gerade raus. Und das reißt du ihm gleich auf, oder was? Also ehrlich, ich glaub, mein Schwein pfeift. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Oh! Schwuppupsong! Ja. Nix, Schwuppupsong! Wenn die Brandeisen das sieht, ne, dann Schwuppupp entlassen, jawoll! Schwuppupsong? Schwuppupsong. Vergiss es, hau ab, los! Schwuppupsong! Schwuppdiwupp, da bin ich wieder. Sabine! Was ist denn? Was willst du denn? Ich wollte dir sagen, wegen vorhin, wegen dem, was du zu mir gesagt hast. Dass ich dich lieben tue, das tue ich auch nicht zurücknehmen. Auch wenn du mich nicht lieben tust. Aber das ist es doch gerade. Weißt du... Ich habe mir das alles noch mal durch den Kopf gehen lassen. Bis jetzt gab es für mich einfach immer nur Sigi, 280 Folgen lang. Aber dann bist du plötzlich gekommen und seitdem bedeutet mir Sigi nichts mehr. Ja. Ach,
weißt du, das ist alles noch so schrecklich neu für mich. Johnny? Johnny? Ja, ich sing doch jetzt endlich mein Lied, Schatz. Mein Lied? Mhm. Oh, Sabine, das weißt du ja noch gar nicht. Nee. Johnny hat ein Lied für mich geschrieben. Für dich? Mhm. Nadine? Mhm. Tust du mich wirklich lieben? Wie kannst du daran zweifeln? Mhm. Dann lass uns das Lied zusammen singen, ja? Ein Duett? Lieben, wir teilen doch immer alles. Geht da schon wieder los? Aber Nadine! Ich teile gar nichts mehr. Schluss aus! Ich will ein Solo-Lied. Ja, aber unsere Liebe. Oh, wenn ich die Wahl habe zwischen Liebe oder Song, dann wähle ich natürlich den Song. Da steht der Song! Ah! Du super! Dann kannst du ja auch wieder mit deinem Siggi zurück. Nein! Ja, Siggi, ich bin's, Nadine. Du, das mit Sabine war ein großes... Leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich! Ja, ja, bitte, bitte, komm her und leck mich. Oh! Das ist ja ekelhaft! Also, bitte! Kann ja wohl nicht wahr sein! Kunst ist ja wohl immer noch meine Rolle! Ja, du willst dich schlagen? Komm her! Los! Komm her! Billiges Bugs Bunny-Imitat! Hä? Außerdem bin ich ja wohl immer noch die Beleidigte! Also hab ich auch die Wahl der Waffen. Ja. Und ich wähle hier die Möhren. Gut. Zurück zu den Wurzeln. Aufhören, was soll denn der Quatsch? Laut Textbuch sollte er jetzt hier eine heiße Lesbennummer auf dem Sofa machen. Das passt doch jetzt überhaupt nicht. Ich sag euch mal was. Ich sing das Lied einfach selber. Was? Nee, aber bring sie um. Diesmal bring ich sie um. Hey. Ist alles okay, Frau Lopez? Alles ist okay, wenn du bist da, Siggi, ja. Aber muss ich dir was sagen? Bin ich gar nicht Frau Lopez. Bin ich nur Larissa. Ja. Das passt auch viel besser zu Ihrem Akzent. Und zu Sibirskaya. Bist du nicht böse? Nein. Sibirskaya ist meine Heimat und ist schönste Heimat von ganzer Welt. Ja, und was hat sie denn nach Hamburg verschlagen? Heinz, verdammt, wo steckst du? Ah, im Valentino. Ja, ich das ist einer. Er ja, hat mich abgeschnitten aus Sibirskaya. Einer der Zuhälter? Wir müssen weg, Sibir. Mein Papi ist in Sibirskaya und ich fahre zurück. Du kommst jetzt sofort mit mir zu meinem Kumpel Heinz auf eine Party von dem, dessen Name nicht genannt werden darf, denn da wird deine Arbeitskraft gebraucht. Meine Frau geht nicht mit Ihnen auf eine Party von einem Typen, der seinen Namen nicht kennt. Bist du ein witziger Mann, ja? Deine Frau? Ja. Ich bin Siegfried Özgül und das ist Larissa Özgül, geborene Sibirskaya. Geh mir aus dem Weg, du Zwerg. Nur über meine Leiche. Nein! Na, wenn das mal nicht mein Stichwort ist. Thank you.
Väterchen! Jetzt bin ich kein Schneemann mehr! Der steht nicht mehr so schnell wieder auf. Sigi, du lebst, ist großes Wunder. Nein, das war kein Wunder, das war der Schneemann. Ich komm her. Komm her, du. Guck mal, das da. Das hat die Patronen abgehalten. Der hat mir mein Leben gerettet. Bist du guter Schneemann, du? Hast du gerettet Sigi sein Leben? Und Sigi hat gerettet Larissa sein Leben. Ja, das freut mich auch schon den ganzen Abend. Den ganzen Abend. Mein ganzes Leben kämpfe ich um deine Liebe. Und wenn du auch nur ein Fünkchen Anstand hast, dann lässt du mich jetzt endlich alleine auf der Bühne in Ruhe einen Abschiedssong für dich singen. Da ist er. In 20 Minuten geht ein Zug nach Sibirskaya. Sibirskaya. Und Larissa, nimmst du mich bitte mit? Ich mag hier nicht mehr sein. Ja, Sigi, ja. Ja, danke. Und tschüss. Tschüss. Oh, was liegt denn hier rum? Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das so einfach geht. Geht doch. Das habe ich mir sicherheitshalber gleich mitgebracht. Sonnenschein, dies ist mein Lied.
ganz bestimmt, ja. Dome? Ja, eine von das da müsste das sein. Wer von Ihnen ist noch Ines Hedde? Das bin ich. Was kann ich für Sie tun? Christian, hol mich mal fest. Sonst mach ich Sie zu Hack! Wer von Ihnen ist noch Ines Hedde? Wer von Ihnen hat mit meiner Tochter Rumpelvögel getan? Die Tochter? Das ist Sie. Hör auf mit dem blöden Lachen, du! Man darf sich aber wohl mal versprechen tun! Sag auch mal was! Wo ist meine Biene? Ach, Sie sprechen von Sabine. Jetzt mal Schluss mit dem Unsinn! Jetzt aber! Wer von Ihnen ist noch nie das Hecke? Ich natürlich! Aber das habe ich doch schon gesagt! Du sind mir viel zu albern jetzt, Christian. Jo, Lachwurzen. Ich habe eine Idee. Wir machen das wie bei Ripley Lover in Herzblatt. Wir lassen das Publikum per Applausometer abstimmen. Gut, dass du mehr Fernsehen guckst. Jo. Ein liebes, hochverschätztes Publikum. Wir haben hier ein Riesenproblem auf der Bühne, wie Sie vielleicht ja selber mit Ihren eigenen Augen sehen können. Da sind drei, wo eigentlich nur eine sein sollte. Und aus diesem Grunde lassen wir jetzt Sie entscheiden, welche von denen da das Ende spielen tut. Dafür sollen die sich jetzt mal einzeln kurz vorstellen tun und danach tun Sie dann entscheiden tun. Ja. Gut. Du auch, du! Hast du gehört? Alle! Sie alle sind aufgerufen zu entscheiden. Jetzt hören wir mal Nadine 1. Nadine 1, sag mal was zu den Herrschaften. Also. Wenn ich Nadine zu Ende spiele, hört sie auf ihr Herz. Sie lässt sich von Siegfried zurückerobern. Und Siegfried wird der erste türkischstämmige Bundeskanzler dieser Republik. Guck mal, du Prachtwolf, sag mal. Nummer zwei. Das ist alles Unsinn. Nadine startet nämlich jetzt ihre große Karriere als Solosängerin. Ja, die großen Wettbewerbe sind ja gerade vorbei, ne? Aber es wird bestimmt wieder eine Runde. Das brauche ich ja Gott sei Dank nicht mehr. Deutschland sucht den Superstar oder vielleicht den Grand Prix. Vielleicht finde ich ja noch irgendein anderes Land, das noch keinen am Start hat. Also, ja, zum Beispiel. Mit Sigi ist auf jeden Fall endgültig Schluss. Schließlich gibt es ganz viele andere attraktive Männer. Ich habe doch hier schon einen besungen, da. Nicht zum Beispiel, ne? Das schon wieder mit Ruhe auf der Hacks vor dir. Genau, außerdem hat er seinen Hack dabei. Genau. Kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen. Nadine und Sabine werden ein großes Liebespaar. Sie werden gemeinsam auf die Abendschule gehen, Psychologie studieren und dann später immer noch gemeinsam in einer sozialen Einrichtung arbeiten. Aber das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik, nicht? Ja. Na toll, noch eine Frauenkneipe. Also, liebes Publikum, Sie haben jetzt alle drei gehört. Jetzt müssen Sie entscheiden. Bitte mal Ihre Stimme per Applaus für Nadine Nummer 1 jetzt. Allzu doll weh, ne? Doch, da muss ich morgen nochmal ran. Ich geh dann auch mal. Ja, genau, das ist die Siegerin hier. Mir tut ihm sehr leid. So,
dann nochmal. Dann kann ich ja mein Lied nochmal singen. Du hörst die Bammel, du! Besser würde er da sein, du. Außerdem wollen wir dir jetzt nicht verjagen tun. Gott sei Dank müssen wir jetzt nicht mehr synchron antworten. Sie können aber gerne nochmal klatschen, also es ist gerade nach. Du, Jens Christian, ist das hier der widerliche Laden da? Jo. Und ist das die wieder natürliche Dame? Also ich bin Nadine Schäfer. Halt mich fest, ich mach dich zu hack! Du Sau! Was? Du hast mit meiner Tochter rumgefickelt getan, jo. Ihre Tochter? Ach, Sie sprechen von Sabine. Du denkst du von Sahume? Na, das hatte doch gar nichts zu bedeuten. Ich bin schon auf einem ganz anderen Trip. Ja, in 2, 3, 4, 5. Ach, hast du gehört? Die hat auch noch einen Trip. Noch nicht. Wie, wo bist du? Ist das die Achsel des Bösen? Nee, das ist Old Spice. Oh Gott, Sie haben ja echte Schlachterpranken. Ich bin ja auch Schlachter. Oh. Ist das Hack echt unter den Fingernägeln? Ja. Oh. Du kommst jetzt mit noch heute. Aber ich schub schon. Nadine! Nix, Nadine, heute! Jetzt Christian! Jetzt Christian, lass das Lude los! Lass ich. Heute! Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. In der Schlachterei Rabe? In einer kleinen Schlachterei, gleich in einer Nähe, da lag ich so mancherlei. In der Schlachterei, schauen Sie mal vorbei, in Rabes Schlachterei. Wir schlachten mit mir. Rathaus von Heiners am Marktplatz, war das draußen meins. Danke. Bitte. Geht doch! Ha! Hier! Horst Horikos hat in diesem Schneemannbau-Wettbewerb gewonnen. Da! Ja. Der Jurypräsident Gerhard auf die vollen Ding. Die dicke Nase! Das tut mir aber froh, für den Horikos. Zeig doch mal hier! Dies wird allerdings der letzte Wettbewerb dieser Art gewesen sein, denn die Pension ist an Hedwig Petersen verfügt. Gott, die arme Frau kann einem leid tun. Vater! Hat jetzt so ein Sauladen an der Backe. Also, Nadine! Na, Mäuschen. Was wollen Sie denn hier? Hallo, Jens Christian. Ich wollte fragen, ob wir heute Abend vielleicht Jörg Pilawa gucken wollen. Oh, unbedingt. Oh. Nadine! Ja, Sigi? Oh. Wird Nadine ihre Persönlichkeitsspaltung bald überwinden? Und werden Siegfried und sie dann doch noch ein Paar? Oder wird Siegfried mit Larissa nach Sibirien auswandern? Und werden Nadine und Sabine aus der Schlachterei Rabe dann zusammenkommen? Doch vor allem, was werden Hedwig Petersen und ihre Tochter Babette aus der Pension Schmidt machen? Etwa eine Almhütte? Oder wird es Hotte gelingen, die Pension aus Hedwig Petersens Klauen zu befreien? All das erfahren Sie ab dem 8. Mai, wenn es wieder heißt... Pension Schmidt, herzlich willkommen! In der Perle auf den Kiesen! Pension Schmidt, ihr tut das Leben! Pension Schmidt, wir hier geschehen! Alles Glück und große Träume!
suchen Sie sich kurz zu beruhigen. Dankeschön. Möchten wir uns doch mit Ihnen zusammen bei einigen Menschen bedanken, ohne die dieser Abend gar nicht möglich wäre. Da haben wir einmal unser entzückendes Service-Team und unseren Abenddienst aus dem Schmidt-Theater. Oben auf der Technik, wenn Sie sich umdrehen, können Sie sie leiden sehen, die schwitzen immer fürchterlich da oben. Am Licht, heute Abend für Sie, Jürgen Laporte. Zuständig für den Ton, Hannes Schulze-Althoff. Meine Damen und Herren, altgediente Pensionsfans kennen das. Wir malträtieren unser Publikum immer gern mit ungebetener Werbung. Auch heute Abend, keine Angst, werden wir sie nicht verschonen. Es gibt alle Songs der Pension Schmidt der ersten 364 Folgen bereits auf CD gebannt. Das waren so viele Songs, die passten nicht mehr auf eine CD. Wir brauchten gleich zwei mit den sinnigen Titeln Volume 1 und Volume 2. Dort sind alle großen Hits von Johnny Solong. Aber auch die wunderbaren Duette wie Nadine oder Hallo. Schöne Lieder dabei. Ja, ein Duett mit ihr ist auch dabei. Bei 144 Liedern finde ich das gar nicht so schlecht. Meine Damen und Herren, mit diesen CDs hat es eine besondere Bewandtnis. Nicht nur der lächerliche Betrag von 15 Euro pro CD, zusammen gibt es die sogar noch günstiger. Nein, mindestens 5 Euro von jeder verkauften CD gehen direkt an Hamburg Leuchtfeuer, an das Hospiz von Hamburg Leuchtfeuer, wer es nicht kennt. Das ist ein Gebäude direkt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, keine 500 Meter von hier. Dort können schwer chronisch kranke und AIDS-kranke Menschen würdevoll sterben. Das ist eine tolle Einrichtung, ein freier Träger. Das heißt, existiert nur durch unsere Unterstützung. Wenn Sie auch mit unterstützen möchten, zum Beispiel mit dem Kauf dieser CDs, aber wir haben auch eine kleine Spendendose da vorne. Und falls Sie einen Taler übrig haben, jetzt schon von uns allen ein herzliches Dankeschön. Wir nehmen gerade an einem historischen Moment teil. Nicht nur, dass es diese Pension, diese Folge bald nie wieder geben wird. Es gibt sie nämlich nur noch bis zum 12. diesen Monats. Falls es Ihnen gefallen hat, dann schicken Sie uns auch Ihre Freunde vorbei. Wenn Sie dachten, oh Gott, was für ein Mist, dann schicken Sie uns Ihre Feinde. Uns ist das egal. Nein, es ist auch deshalb ein historischer Moment, weil dieses Schmidt-Theater, schauen Sie sich mal nochmal um, bald wird es in dieser Form nicht mehr existieren. Es wird wiederkommen, noch schöner, noch größer, noch toller. Und die Sitze und Sessel, die Sie bis Weihnachten nicht durchsitzen, die werden dann auch zukünftig in dem neuen Theater vorhanden sein. Denn 2005 im Sommer wird das Schmidt neu und prächtig wiedereröffnet. Es bleibt alles beim Alten, also die Pension Schmidt wird wiederkommen. Ich bin alles beim Alten. Wir werden auch noch da sein, nicht mehr so frisch wie heute. So, Jungs, sehen wir uns eh nie wieder. Meine Damen und Herren, haben Sie noch viel Spaß auf dem Kiez. Sie waren ein tolles Publikum. Tschüss, bis bald. Leute, guter Rat ist teuer, Kinders, nee, was mach ich bloß? Früher gab's hier Abenteuer, heute ist leider nix mehr los. Täglich bummel ich ganz alleine die Reeperbahn nach der Freiheit rauf. Andere Leute treff ich dabei keine, drum bin ich scheiße drauf. Keiner ist besoffen, nix hat offen, nirgends Bier. Mich hat's wirklich hart getroffen, selbst die Nutten sind ich hier.
Heute ist statt Klatsch nur noch Totentanz. Das ist echt nicht mehr schön. Weder Titten noch randvolle Briten sind hier zu sehen. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30 triffst du heutzutage leider kein Schwein. Alle Kneipen dicht und kein Mensch in Sicht auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Und noch nie hat in lauschiger Nacht mich dein Anblick fast dazu gebracht, dass das Herz mir bricht. Ich erkenne dich nicht bei St. Pauli bei Nacht. Kinders, nee, ist das ne Scheiße. Auf'm Platz ist auch nix mehr. Nur der Wind weht weiter leise von der stillen Elbe her. Überall bricht der Frühling aus, doch ich sitz im Keller und komm nicht raus. Berta nervt, denn sie will immer wieder, das hält doch niemand aus. Keiner ist besoffen, nichts hat offen, nirgends Bier. Mich hat's wirklich hart getroffen. Selbst die Nutten sind ich hier. Heute ist dann Glanz nur noch Totentanz. Das ist echt nicht mehr schön. Weder Titten noch randvolle Briten sind hier zu sehen. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30 triffst du heutzutage leider kein Schwein. Alle Kneipen nicht und kein Menschensicht auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Und auch nie hat in lauschiger Nacht mich dein Anblick fast dazu gebracht, dass das Herz mir bricht, ich erkenne dich nicht. Mein St. Pauli, St. Pauli, bei Nacht.